Hallo YouTube, willkommen zum Tiana Legacy Stream. Tiana sieht gerade wenig begeistert aus. Sie hat aber soweit den letzten Stream überwunden, ist gerade nur ein bisschen deprimiert, weil hier mal wieder alles kaputt ist. Das werden wir mal versuchen zu reparieren. Diesen Monat ist ein Sub-Event, beziehungsweise wir haben jetzt jeden Monat ein Sub-Event für alle Abonnenten bzw. Subs. Was ist los? Nein! Oh, Louis ist gestorben! Louis war unser Hund! Oh no! Fängt ja toll an, der Stream. Oh, Ray! Wir müssen Ray erstmal streicheln. Genau, ein Sub-Only-Event und ihr könnt aktuell noch Tianas Partner erstellen, wenn ihr Abonnent auf Twitch seid. Und nächsten Monat gibt es dann wieder ein anderes Event und ich weiß noch nicht welches, aber ihr dürft mir im Sub-Bereich auf Discord natürlich auch Vorschläge schreiben, was ihr euch wünschen würdet. So, Katzenklo säubern. Ich hoffe, der Stream läuft dieses Mal besser als das letzte Mal, weil letztes Mal sind ja sehr interessante, traurige, spannende, verrückte Sachen passiert. Und ich hoffe, der Stream hier läuft jetzt ein bisschen ruhiger. Na, die Katze ist da unten. Kommt ihr bitte hoch. Dankeschön. Wie gesagt, ein paar Sims habe ich schon platziert. Ich bin gespannt, wen wir heute treffen, wen wir heute kennenlernen können. Und ach, es ist Donnerstag, Mitternacht. Ha, okay. Also heute lernen wir wahrscheinlich keinen mehr kennen. Sonst hätte ich gesagt, wir gehen irgendwie nochmal irgendwo hin, reisen nochmal irgendwo hin. Ich habe auch zwei neue Gebäude platziert. Einmal ein Fitnessstudio und einmal ein Restaurant. Beide habe ich gebaut, jetzt vor kurzem. Und habe sie jetzt tatsächlich auch mal in der Tiana Legacy platziert. So, du kannst bitte einmal eine kurze Dusche nehmen. Und hast du noch was zu essen? Ja, Pizza. Perfekt. Und dann geht's schlafen. Nee, ohne Sisi. Weil sonst muss ich, sind sie ja nackig, wenn ich sie bei mir platziere. Deswegen ohne Custom Content. Oh, Pokémon Ranger, wie schön. Wie schön. Verpasst hast du diesmal noch gar nichts? Wir haben gerade noch ein bisschen gelabert. So über so körperliche Befindlichkeiten. Und ich habe gerade mit der YouTube-Aufnahme angefangen. Und jetzt sind wir gerade frisch reingestartet. Nein. Nein. Oh, das ist ja grausam. Ne, das machen wir ganz schnell weg und du wirst ganz schnell einfach schlafen gehen und wir vergessen das. Wir denken da nicht weiter drüber nach. Spülst du ab? Super, da muss ich nicht abspülen. Hast du Packy, den möchte mir vielleicht eventuell eins kaufen, weiß aber nicht welches. Ist halt die Frage, was du gerne spielst, was du gerne magst. Also so eine Pauschal. Empfehlung ist immer so ein bisschen schwierig, weil hast du gerne Family-Gameplay, spielst du gerne mit Okkulten und so weiter. Das ist halt, ja. Kommt halt immer so ein bisschen drauf an. So, gute Nacht hier. Guck mal, Ray ist hier auf der Couch und pennt auch. Oh, du Süßer. Oh nein, ist schon wieder was kaputt. Oh, immer noch, oder? Immer noch. Oh Gott. Oh Gott. Die Mixenfähigkeit müssen wir, genau. Und wir haben noch 7 Stunden bis zur Arbeit. Na, großartig. Versuch das bitte nochmal zu reparieren. Du musst mal aufstehen. Und wie wär's mit Getränkemixen üben? Ja, ja. In der Hoffnung, dass du das jetzt direkt auf Anhieb repariert bekommst. Oh Gott, wie die Sicherung da immer rausknallt. Das ist schon ein bisschen scary, oder? Alter. Ich hoffe, ihr habt alle was Schönes zu trinken. Ich habe heute einen Zitronentee, der ist sehr, sehr lecker. Und ich bin momentan ein bisschen obsessed damit. Und das ist leider die letzte Packung. Woran kratzt du denn? Nein, über Kratzen belehren. Das machen wir lieber mal zuerst. Das kommt da rein. Und wir werden Getränke mixen üben. Morten? Nein, wir haben Schluss gemacht. Mhm. Mhm. Dann ist in der Wohnung mal nichts kaputt. Das ist ein Argument. Ja, auch so süß zu sein.
Möbel hat gelernt. Ray hat gelernt, nicht an Möbeln zu kratzen. Sehr schön, ich hoffe auch nachhaltig. So, Getränke mixen üben. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Mixen haben wir gerade angefangen zu leveln. Nevermind, wir kriegen das trotzdem hin. Trotzdem, während Tia hier so ein bisschen rumwerkelt, gehe ich mal unten gucken, ob ich Sims von euch finde. Enzo! Enzo ist ein Sim von euch! Enzo ist ein Sim von euch! Oh mein Gott! Oh Gott! Wer war das? Hab ich mich erschrocken. Ich drehe das Rad! Sarah, dankeschön für 300 Bitsis. Genau, das Upsi-Rad ist jetzt übrigens günstiger. Statt 500 sind das nur noch 300. Ein Hund adoptieren. Ich würde sagen, Tiana adoptiert keinen Hund, weil wir erst die Katze adoptiert haben. Ist das noch Enzo? Nee, das ist Ward. Nee, okay, ist keiner von euch. Oder? Ich würde sagen, ich rede nochmal. Ja, es gibt auch mal wieder ein Bauprojekt. Allerdings habe ich noch so viele andere Projekte offen. Genau, Hunde sind aber Apartment nicht erlaubt. Deswegen drehen wir nochmal. Job wechseln dürfen wir nicht, ist Challenge bedingt. Ich freue mich wahnsinnig auf, dass die Tiana Legacy weitergeht. Bin schon sehr gespannt auf ihre Geschichte. Dankeschön, Rio. Dreh nochmal. Also es passen halt nicht alle Auswählsachen. Obdachlos für einen Tag. Hallo, Harvey. Hallo, Harvey. Es passen halt nicht alle Sachen auf alle Challenges, genauso. Bei Jobwechseln ist bei der Not to Berry Challenge zum Beispiel auch nicht so gut. Okay. Obdachlos für einen Tag. Dann, Tiana, geh mal raus. Das heißt, wir dürfen 24 Stunden unser Apartment nicht betreten. Und ich sage mal, ab 12 Uhr und ab 12 Uhr mittags dürfen wir dann morgen wieder rein. Rouge, was gibt's denn? Rouge ist verliebt. Okay. Okay. Aber wir könnten die Zeit nutzen und eure Sims kennenlernen. Wer bist du? Oh, Ace, hi! Ich stelle mich Ace mal vor. Versuchen vorzustellen. Ach komm, er ist ein Newcomer. Hiesel dich mal nicht ein. Ach, das ist eine Maske. Sorry for bothering you. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Den kennen wir nicht. Ist auch kein Sim von euch. Er ist auch kein Sim von euch. Aber Ace können wir mal Hallo sagen. Ja doch. Jetzt sagt sie Hallo. Na toll, und an unserem obdachlosen Tag regnet das auch noch. Wir sagen, sie darf die Wohnung nicht betreten, weil da gerade gegen die Ratten oder gegen die Kakerlaken irgendwas gesprüht wird. Und deswegen darf sie da nicht rein. Und Ray ist natürlich auch in Sicherheit währenddessen. Natürlich. Hänge noch bei YouTube hinterher mit Tiana. Bin die Woche krank geschrieben. Schau dann morgen alles nach. Alles klar, dankeschön. Ja, ich wollte doch nur Hallo sagen. Versuchen vorzustellen, bitte. Warte, bist du ein Tianas Boy? Nee, bist du nicht. Aber du, oder? Nein, bist du nicht. Ich glaube, in der Not the Berry Challenge habe ich auch eure Sims jetzt platziert. Aber die habe ich alle mit so einem kleinen Herzchen im Namen markiert. Na toll, er ist weg. Dankeschön, Ace. Danke für gar nichts. Der Regen passt sehr zu Tianas Glück. Ja. Ja. Ich meine, ich habe nicht mal Essen, dass ich hier irgendwie was verkaufen kann oder so. An unserem Marktstand. Pixelmama and Simspritze. Dankeschön für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Oh, Nina, kann ich verstehen. Mach das einfach wieder, wenn du gesund bist. Ist ja überhaupt kein Zeitdruck. Kann sie nicht gerade am Stand verkaufen, indem sie Waffeln herstellt? Naja, es regnet. Das Waffeleisen geht ja kaputt. Das ist ja was Elektrisches. Ich habe eben mal nachgeguckt, wie viele Spielstände ich im Spiel habe. 19. 19! Die habe ich direkt mal ausgemistet. Also ein paar komplett gelöscht und ein paar auf eine andere externe Festplatte geschoben.
Bin jetzt auf 8 Spielstände runter. Oh, krass. Wahnsinn. Hallo, können wir nicht ein paar Sims von euch begegnen? Ich würde gerne... Hallo? Im Regen spielen. Okay, spiel im Regen, Tiana. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich halte derweil nach Community Sims Ausschau. Warte! Ah, oh, nee, von hinten sah der immer so aus. Ich habe 23 Spielstände. Heiliger Bimbam. Weiß nicht, wie viele ich habe. Vielleicht sollte ich die auch mal zählen. Okay, Tiana muss gleich auf der Arbeit sein. Wo steckst du eigentlich, Mädchen? Ach, da hinten stehst du. Okay. Immerhin aber die beiden Sachen erfüllt. Und das hier auch. Vielleicht könnten wir unter Umständen befördert werden. Das wäre irgendwie ganz nett. Das Gemälde können wir verwerfen. Ja, wer fängt denn hier Gemälde an und lässt die dann stehen? Könnt ihr die nicht fertig machen, damit ich sie dann verkaufen kann? Wer bist du? Ward. Warte, war das einer von euch? Ah, die sind immer so schnell weg. Ja, ich stalke gerade die Nachbarschaft, okay? Ich stalke gerade ein bisschen. Nein. Das ist eigentlich ganz gut zu erkennen, die Sims von euch. Weil die meisten haben tatsächlich grüne Augen oder haben halt generell irgendwas Grünes an. Weil es ja eine Vorgabe von Tianas Partner muss irgendwas Grünes an sich haben. Weil die Packs sind nicht mehr im Angebot, kaufen wir dann wohl doch keins. Oh, okay, schade. Ja, die Sims sind super schüchtern. Nee, Poster sammeln möchte ich eigentlich nicht, weil ich könnte ja hier auch die Schneekugeln sammeln. Ich meine, wir haben gerade 800 Simoleon, das ist okay. Eigentlich möchte ich nur Geld hauptsächlich damit verdienen, halt mit unserem Job, den wir haben. Und halt durch die Essensstände. So, Tia ist jetzt arbeiten. Dann spulen wir mal vor, bis sie wieder zurück ist. Sie ist doch arbeiten, oder? Zur Arbeit gehen. Ja, wundervoll. Ach, da tappelt sie! Da tappelt sie. Ich meine, wenn... Ja, okay, da muss sie halt hoch, weil das ihr Spawnpunkt ist. Ray geht's gut. Wunderbar, der hat irgendwie plus, einen Doppelplus gekriegt mit irgendwem, mit uns. Ich habe keine Ahnung. Also, bei Ray läuft alles gut. Ella, ich bin gerade auf der Arbeit. Ich kann gerade nicht. Oh no, das schmutzige Geschirr türmt sich und Tiana kommt nicht hinterher. Tiana kann entweder den Geschirrspüler überladen oder aufgeben und einige Teller schmutzig lassen. Aber wenn wir den Geschirrspüler überladen, dann geht er eventuell kaputt. Ich würde das Geschirr... Eigentlich würde ich es mit der Hand abwaschen, aber da das nicht möglich ist... Das ist unabgewaschen. Manchmal ist es ganz gut, seine Grenzen zu kennen. Wenn Tiana mal ein paar Teller nicht abwäscht, ist das kein Weltuntergang. Leistungsverbesserung klein. Ja! Wer ist gestorben? Ihr Hund, leider. Ihr Hund. Der noch bei ihrer Mutter gewohnt hat. Den sie ja zurücklassen musste, weil in der Wohnung ja keine Hunde erlaubt sind. Pack-Empfehlungen für Family-Gameplay. Ja, Elternfreuden und Zusammenwachsen. Jahreszeiten. Ja, das sind so die Hauptsachen, die ich empfehlen würde. In der Welt kann es aber auch sein, dass sie eventuell ein Situationsoutfit tragen. Leider. Aber sollte das nicht auch geändert werden? In irgendeinem künftigen Update oder so? Also wenn ihr euren Sim seht, schreit, ja? Nee, du hast blaue Augen. Wie gesagt, meistens erkenne ich sie an den grünen Augen. Trübsalblasen schwächt die Stimmung traurig ab, verringert die Arbeitsleistung. Nein, auf gar keinen Fall. Meisterköche studieren, verbessert die Kochfähigkeit, verringert die Arbeitsleistung, bietet die Möglichkeit, die Stimmung inspiriert zu erhalten. Ja, fleißig arbeiten bitte. Aber die Arbeit macht dir scheinbar Spaß irgendwie. Einer war ganz oben zu Anfang. Ja, ich glaube, der wohnt da direkt. Also ich habe alle in Samashuno platziert, also in der Welt, wo sie halt auch wohnt. Und deswegen sollten sie eigentlich hier zwischendurch mal langdüsen. Hoffentlich. Ich würde es ja auch irgendwie gerne so machen, dass wir sagen, die haben sich irgendwie in einer
einem Kochkurs kennengelernt oder so, weil einige von euch die Geschichte gewählt haben, dass sie halt auch gerne kochen und backen. Oh, das finde ich halt schon süß. Keine Beförderung. Yetia, du musst leider draußen bleiben. Du darfst nicht in deine Wohnung. Aber es ist relativ spät, ne? Wir könnten, um uns abzulenken, in einen Nachtclub gehen, oder? Weil wir dürfen ja sowieso gerade nicht nach Hause. Du könntest versuchen, sonst Kontakte zu knüpfen auf der Arbeit. Warum? Habt ihr einige als Köche eingestellt, oder wie? Da steht man kurz auf und da friert man direkt wieder. Oh ja, ist schlimm, oder? Ich habe hier irgendwie so wenig zum Greifen mittlerweile. Das ist so skurril. Ach, die aber, nein. Nein, wir gehen uns erstmal ein bisschen aus dem Weg. Oh, Schuckilein, hi. Einfach ich. Hi. Weil Jaden in der Gastronomie arbeitet. Okay, das machen wir. Das machen wir morgen direkt. Bin gerade dazugekommen. Was habe ich verpasst? Tiana darf 24 Stunden ihr Grundstück nicht betreten. Und deswegen geht sie jetzt mal ein bisschen tanzen. Also sie versucht es jedenfalls. Sie braucht nämlich dringend, dringend, dringend Spaß. Und die ganzen Situationen, die aktuell sind, weil Louis gestorben ist. Oh, Rouge ist auch hier. Perfekt, dann tanzen wir mit Rouge. Wir sagen, Rouge hat uns dazu überredet, mal ein bisschen wieder rauszukommen und nicht nur zu arbeiten. Kann Tia auch bei ihrer Mutter übernachten? Nee, ich glaube, so Gemeinschaftsgrundstücke sind halt schon so das. War allerdings Zufall, weil ich ihn mit den Fragen gestellt habe. Das ist cool. Ah, guck mal, hier ist das Idol. Chinmay. Chinmay ist ein K-Pop-Star. Den habe ich erstellt. Der düst hier jetzt in der Welt rum und er hat ein paar sehr außergewöhnliche Outfits. Alter, jetzt schreibt der uns auch noch an. Was haben wir dir getan? Entschuldigung? Und was hast du mit Morten? Du bist immer noch in Morten verknallt? Oh, Tia, nein. Ich glaube... Oh, sie hat ihre Periode. Ich glaube, das muss ich noch rausnehmen. Können wir sagen, Ja, wir haben sowas gar nicht. Wir haben keine Tampons. Kann ich das nicht für sie ausstellen irgendwo? Wonderful Settings. Body Settings? Nein. Nein, kein Menstrualzirkel. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Ja, hat geklappt. Wundervoll, ist deaktiviert. Ja, K-Pop! Ihr habt mir nämlich, also im Discord wurde mir die Herausforderung gestellt, einen koreanischen Sim zu erstellen. Und das habe ich getan. Und dann dachte ich so, ich mache aus ihm K-Pop-Star. Und ich liebe ihn. Ich mag ihn sehr. Hier, Rouge. Ich brauche ein bisschen Liebe. Hier. Liebevoll umarmen. Hier ist aber auch noch kein Sim von euch. Wo treiben die sich alle rum? Oh, es ist... Ich wollte gerade sagen, es ist nass, aber nee, das ist hier... Die Reflexion. Wir haben ja hier den Sinners Club und wenn man hier jetzt hochguckt, da, seht ihr das fancy Restaurant. Es ist ein so, so teures Restaurant. Das teuerste Restaurant, was ich irgendwie erstellen konnte. Und da geht nur die Creme de la Creme essen. Also nur the rich ones. Bei K-Pop bin ich persönlich raus, bin eher bei Animes. So, manchmal höre ich K-Pop ganz gerne. Ich habe so einzelne Bands, einzelne Lieder, die ich ganz gerne höre. Aber ich bin tatsächlich auch eher bei Anime. Es ist halt immer so ein bisschen phasenweise bei mir. Du bist auch kein Community-Sim. Sag mal, eure Sims sind schüchtern, wa?
Kann das sein? Du sollst nicht nur zuhören, hier tanzen ein bisschen. Tanzen. Dann kriegst du nämlich Spaß dazu. Dann musst du morgen wieder los? 14 Stunden um 15 Uhr. Oh. Okay, also ein bisschen Spaß brauchst du auf jeden Fall. Das Spiel hat gerade geruckelt. I don't like that. Und dann kannst du duschen und essen und dann kannst du auch schon wieder nach Hause. Hello. I am looking for you. Where are you? Oh, das ist so schüchtern. Die wollen sich nicht zeigen. Andra, schön, dass du da bist. Grumpy zeigt sich aber wieder von der besten Seite. Grumpy ist ständig da. Grumpy ist so oft da. Auch wenn ich einfach nur mal einen Screenshot machen will, so für Thumbnails oder so. Er ist immer da. Immer. Ich weiß nicht, warum. Ich spule mal ein bisschen vor. Vielleicht kommen noch andere Gäste. Aber irgendwie wollen die nicht. Aber ich liebe es, dass Jimmy hier ist. Wenigstens von mir lässt sich blicken. Ja, er hat wirklich einen sehr ausgeprägten Anwesenheitsdrang. Genau wie Maurice früher. Aber guck mal, wie viel Spaß sie dazu bekommt. Ich meine, zum Glück muss sie nicht früh aufstehen, das geht. Dann kann sie auch die Nacht so ein bisschen zum Tag machen, quasi. Rouge ist zufrieden, weil sie mal wieder mit ihrer Cousine und quasi halt auch besten Freunden ein bisschen tanzen gehen kann. Ich kann auch Männern Ausschau halten. Dann wäre nicht erfolgreich, obviously. Es ist ein Win-Win für alle, aber ich glaube, so langsam ist gleich 4 Uhr. Werde ich wohl doch mal sagen, dass sie nach Hause soll. Und befördert werden, ja, sehe ich ein. Und ich muss leider nochmal speichern vor dem Ladebildschirm. Weil als ich eure Sims platziert habe, Alter, das Spiel ist mir so oft abgeschmiert, beziehungsweise musste ich halt schließen, wegen diesem blöden Ladebildschirm-Bug. Manchmal hängt sich der Ladebildschirm so auf und will einfach nicht weiterladen, dass ich das Spiel schließen muss. Und das halt nicht so cool. Und alle nochmal einen Schluck trinken. Prost. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem Hochzeitspack momentan ist. Ich benutze es halt aktuell nicht. Also ich hatte halt in letzter Zeit einfach keine Sims-Hochzeiten. Als ich das letzte Mal probiert habe, war es doch relativ buggy. Ist aber halt jetzt auch schon einige Monate her, also ich kann es nicht sagen, tut mir leid. So, wir essen nochmal ein Stück Pizza. Wie viel haben wir eigentlich noch über davon? Darf ich das nochmal angucken, bitte? Noch 7, oh, davon können wir noch eine Weile essen. Was? Eine OnlyFans-Nachricht? Ist das Scam oder was? Der Ladebildschirm ist ein wahres Trauma. Ja, das ist furchtbar. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel momentan anfällig für Fehler ist. Das Gefühl habe ich leider auch. Nein, Tia darf doch gar nicht in die Wohnung. Guck mal, ich nehme mir das wieder weg. Ich nehme die beiden Sachen wieder weg. Sie darf nämlich noch gar nicht in die Wohnung. Gut, dass ihr es sagt. Darfst du ja noch gar nicht raus aus der Wohnung. Gut, dass ich ihr das einfach wieder wegnehmen kann, die Bedürfnisse. Mist. Sie darf ja nicht in die Wohnung. Ah ja, das habe ich auch schon gesehen. Mit dem Bug. Dass man ständig angerufen wird, weil ich helfe dir mit deinem Säugling. So, welcher Säugling? Das war Caleb. So, komm mal hier hin. Wir haben ja zum Glück hier ein paar Möglichkeiten. Wir haben hier eine Toilette. Und wir haben hier Fressstände. Dann holen wir uns doch davon was, aber wir handeln erst. Das ist keiner von euren Sins, oder? Wenn ich da so rumgerannt ist. Das Hochzeitspack hat sich für mich schon alleine wegen den Kleidern und Tatosa gelobt. Ich liebe Tatosa. Oh ja, die Stadt ist auch so schön und die Kleider sind ein Traum. Gameplay? Die Frau nervt mich auch richtig. In einem Haushalt habe ich sie in meinen Keller eingesperrt, damit sie nicht mehr anrufen kann. Hat's funktioniert? So, ist das wenigstens wieder. Was ist hier eigentlich los?
Miwa und Kenta. Ich kenne mich nicht. Oh, ich wünschte, ich könnte unseren Stand aufbauen, aber wir haben nichts zu essen, was wir verkaufen könnten. Dann hätten wir die Zeit wenigstens richtig gut nutzen können. So, komm schon. Bitte, 25%? Vielleicht? Ja, 25% Rabatt. Reduziertes Essen bestellen. Wunderbar. Wir nehmen... Oh, woher weiß ich denn, welches wir noch nicht hatten? Ich nehme mal einen Spieß. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was essen. Und vor der Arbeit schaffen wir es auf jeden Fall noch zu duschen. Das kriegen wir noch hin. Sie darf nicht in die Wohnung, weil das Upsi-Rad gedreht wurde. Und da ist bei rausgekommen, ein Tag obdachlos. Also darf sie jetzt einen Tag nicht in die Wohnung, weil da gegen die Kakerlaken gesprüht wird, irgendwas. Und danach darf sie erst wieder rein. Ja. Sie isst jetzt wenigstens was. Speisen essen, das ist wunderbar. Nein, du willst nicht mit Morten plaudern. Du hast Schluss gemacht mit ihm. Ich glaube, sie hat so ein bisschen Trennungsblues. Nennt man das so? Trennungsblues? Hey, Spieß kannten wir noch nicht. Hier ist wieder Chin Mei. Unser K-Pop-Idol. Ich liebe ihn. Ich finde ihn so adorable. Oh, oh, oh. Hier ist ein Sim von euch. Das ist ein Sim von euch. Den erkenne ich wieder. Der Henry. Der Henry Blackwood. Freundlich vorstellen. Ha! Jetzt laufen bei mir die Sims in Windenburg ständig mit einer Papiertüte auf dem Kopf rum. Sehr nervig. Oh nein, das liegt bestimmt an den NAPs. Dein Henry, sehr schön. Eben den Zimmer stellt und hochgeladen. Wunderbar. Hast du den auf Discord geteilt? Oh, warte, da sehe ich was. Ja, wunderbar. Habe ich gesehen. Super, dann platziere ich den zum nächsten Mal. Yay, wir haben den ersten kennengelernt. Hallo, Henry. Komplimente über Outfit machen, weil das ein wunderschöner Pullover ist. Und die können sich einfach ein bisschen kennenlernen. Bitten in die Wolken zu schauen. Nelio. Das ist auch einer von meinen Sims, den habe ich erstellt. Er ist ein Transmann und ich finde ihn so cool. Ich liebe ihn. Aber er ist gerade nicht so gut drauf. Armer Nelio. Das ist auch süß. Ich bin gespannt, wer der Partner von Tiana wird. Lina, hi, schön, dass du da bist. Und ui, danke schön für dein Follow. Ganz herzlichen Dank dir. Okay, er hat keine Lust mehr. Aber wir haben ihn kennengelernt. So, Tia. Müsste hier nicht irgendwo eine Bank oder sowas sein? Da kannst du nur sitzen. Was starte ich hier eigentlich alle die ganze Zeit so? Ich hätte gerne eine Bank. So für einen kleinen Nap. Kleiner. Oh, das sieht so cool aus da hinten. Einen kleinen Nap. Ich hätte gerne einen kleinen Nap. Da hinten sieht es auch so cool aus. Ich würde gerne in diese Straße hier gehen. Da läuft sogar jemand. Und da sind Bänke, da komme ich aber nicht hin. Wir können hier nirgendwo ein Nickerchen machen. Ja, Tia braucht unbedingt eine Dusche. Ab 12 darf sie ja wieder hoch. Aber vor 12 leider nicht. Oh, ich dachte gerade an einen Sim von mir bei Nelio. Hat auch immer einen erstellt gehabt, der so heißt. Nee, tatsächlich den Nelio, den ich erstellt habe. Ach, guck mal, er wollte Musik spielen. Sie braucht echt dringend eine Dusche. Ach, das sind Blumen. Ich dachte, was sitzen da für bunte Vögel? Und sie habe ich auch erstellt. Guck mal, warum laufen meine Sims hier rum und eure verstecken sich? Sie finde ich auch so süß. Ihre Geschichte ist, sie war mal ziemlich dick, hat jetzt abgenommen. Guck mal, er guckt die schon hinterher, weil er ist ein Frauenheld. Und sie ist aber noch sehr unsicher mit dem Körper und hat das gar nicht so richtig realisiert, dass sie jetzt schlank ist. Und sie versteckt sich trotzdem noch so ein bisschen und versucht sich noch in ihrem neuen Lebensgefühl irgendwie einzufinden. Ich finde sie so süß. Die Elena. Elena Walker heißt sie. Ich hätte auch gerne einen kleinen App. Oh ja, so ein kleines Schläfchen. So ein kleines Schläfchen wäre schön. Jaden, warte.
Jaden? Jaden Mardi Gras. Ist das auch ein Sim von euch? Ist das auch ein Sim von euch? Moment, ich kann ja hier mal hochscrollen, ne? Aber ich habe ja, wie gesagt, alle platziert. Nee, du bist... Jaden! Jaden! Ja, Jaden! Ich wusste doch, ich erkenne dich wieder. Ich wusste es doch. Gucke mal. Der kam mir so bekannt vor. Freundlich vorstellen. Wir lernen Männer kennen. Wenn wir es an allen vorgestellt haben, dann bin ich mal gespannt, wer sich denn mal meldet, wer Tiana vielleicht mal irgendwie irgendwohin einlädt oder mal anruft. Bin ich schon sehr gespannt. Hello. Die verstehen sich aber auch schon echt gut am Anfang. Direkt ein angenehmes Gespräch. Wundervoll. Du kannst mal den Tag verschönern und Fotos teilen. Nick! Das ist auch ein Sim von mir. Warum laufen so viele Sims von mir hier rum? Das ist Nick. Er möchte ein Rockstar sein, aber wohnt in einem billigen Apartment und schlägt sich gerade als Straßenkünstler durch. Er war mal ein Runaway-Teen und jetzt, ja, er ist an viele falsche Leute geraten, die sich als Manager irgendwie ausgegeben haben und dann eigentlich nur sein Geld wollten. Und jetzt ist er ein bisschen abgerutscht, wohnt in einem schäbigen Apartment, ähnlich wie wir. Und versucht einfach, ein bisschen Geld zu machen und seinen Traum zu verwirklichen. Hier, Nick, stellen wir uns auch mal vor, oder? Freundlich vorstellen. Ace will ja irgendwie nicht mit uns plaudern, keine Ahnung warum. Versuche ich trotzdem noch mal vorzustellen bei ihm. Wir brauchen einfach neue Leute, neue Bekannte. Deswegen liebe ich es, dass wir jetzt neue Sims hier platziert haben. Liddy, hi, schön, dass du da bist. Ohne die grüne Mütze nicht erkannt. Ja, und wo ist seine Brille? Genau so ist es. Ich weiß nicht, was er gerade gemacht hat, von welcher Arbeit er gerade kam. Aber, ja, kein Plan. Oh, es hat doch geklappt bei der Vorstellung. Hier auch. Perfekt. Tipo. Ist Tipo? Ich weiß nicht, wie ich das aussprechen kann. Tipo, finde ich, ist ein süßer Name. Dankeschön für dein Prime-Sat. Ganz, ganz lieben Dank dir. Vielen, 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 vielen Dank. Nee, Leo rennt hier wieder rum. Freundlich vorstellen, wir stellen uns einfach allen Leuten vor, die wir kennenlernen. Und sie ist so am Stinken. Aber noch 2 Stunden, dann darf sie duschen. Ich hoffe nur, sie ist für die Arbeit nicht zu erschöpft. Nelio, bleibst du bitte stehen? Ich weiß, Kaffee ist furchtbar wichtig, Kaffee ist Leben, aber willst du nicht mal Hallo sagen? Warte. Nee, John Bjergsen. Nee, das ist kein, das ist er nicht. Hier steht jetzt hier und wartet. Ach nee, Leo kommt zurück. Okay, alles klar. Weil es fehlen noch. Herzlichen Dank. Valentin fehlt noch. Es fehlt noch. Emanuel. Tarak fehlt noch. Ein paar fehlen noch. Jenny, danke schön für 12 Monate. Ein Jahr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Andra, auf Discord im Sub-Only-Bereich, da kannst du die Sims gerne hochladen. Es gibt diesmal keinen Hashtag, weil es halt ein Sub-Only-Event ist, aber einfach den Sim reinposten und deine ID schicken und dann platziere ich den Sim zum nächsten Mal. Alle starren sich dieses Bild hier an. Okay, in einer Stunde dürfen wir hoch, aber den gucke ich auch jedes Mal an, weil er irgendwie cool aussieht, aber es ist kein Sim von euch, das ist ein Townie. Wo sind die anderen? Die sind ja nicht mal am Nachtclub gekommen. Weil es fehlt auch noch Asian? Lucien? Kann ich so gut lesen, weil Handybild. Ihn haben wir schon kennengelernt. Enzo haben wir, glaube ich, auch schon getroffen. Genau, das sind die wir noch kennenlernen müssen.
Schön, dass du dich einfach mit allen anfreundest, Tia. Das ist irgendwie echt schön. Das ist echt putzig. Oh, meine Nase kribbelt. Oh. Hier hat jemand ein Bild gemalt. Das werden wir verkaufen. So dreist sind wir mal. Sims. Oh, ich finde es so schön, wenn wir das, diesen Bereich ja auch noch hätten und so, ne? Ich hoffe ja sehr, dass das neue Erweiterungspack irgendwie auch noch mehr Apartments beinhaltet. Irgendwie nochmal eine Großstadt. Weil wir haben jetzt einige Vorstädte. Und ich spiele tatsächlich sehr, sehr gerne auch in der Großstadt. Und nochmal so eine Großstadt wäre halt extrem cool. Das würde ich mir sehr wünschen. Ja, Tia kam wieder nach Hause. Brandon, du liegst im Koma. Nein. Oh. Tia, bevor du zur Arbeit musst. So, ganz schnell unter die Dusche. Ray hat zum Glück noch Futter. Bei Ray ist alles in Ordnung, aber... Hoi. Dann kannst du hier noch ein kurzes Nickerchen machen, dass du dann hoffentlich nicht so ganz erschöpft bist, wenn du zur Arbeit los musst. Ace ist schon wieder hier. Ace ist hier so viel am Rumdüsen. Hallo Nachbar, ich langweile mich. Ja, ich dusche gerade. Also, sorry. Du bist ein super netter Nachbar, aber ich muss gleich zur Arbeit, Jaden. Es tut mir leid. Ruth, ich kann nicht. Ich muss arbeiten. Hier, Moment. Wir können ja trotzdem kurz bei dem plaudern. Ach komm, zustimmen, abzuhängen. Und Jesse lernen wir auch kennen. Jesse ist ein Sim, den habe auch ich erstellt. Er ist, er hat nicht viel Geld, wie man auch an seiner Kleidung sieht. Aber er kocht und backt auch für sein Leben gerne. Und dann dachte ich so, er wäre auch ein cooler Partner für Tiana. Aber er ist kein Partnerkandidat, weil euer Sim ja ein Partner werden soll. Aber vielleicht so als Kumpel, so als besten Freund, finde ich das irgendwie auch schön mit Jesse, oder? Ja, ich würde an die Arbeit auf jeden Fall empfehlen. Die Texturen sind nicht so schön von den Objekten, die man bekommt, weil es halt ein älteres Pack. Aber allein wegen dem Krankenhaus, wegen den Karrieren, ich liebe das Pack. Von der Funktionalität und Anwendbarkeit her. Schön, dass er sich freut, aber er freut sich wegen dem... wegen dem Autogramm. Jawohl, nein, das ist noch zu frisch. Das erinnert mich an Sachen, an die ich nicht erinnert werden möchte. Ich glaube, das passt nicht. Tut mir leid, jawohl. Ich glaube, wir müssten ihn nochmal bitten, nur Freunde zu sein oder so. Lara, hi. So, jetzt sieht man ihn nochmal richtig. Er hat so ein paar Feuermale, für die er sich eigentlich schämt. Aber mittlerweile ist er eigentlich ganz, ganz schick damit, aber gerne nackig ist er trotzdem nicht. Und er ist halt ohne Custom Content, weil alle Sims, die ich erstellt habe, sind auch ohne Custom Content. Weil die halt nicht im Let's Play geboren sind, so an sich, sondern halt erstellt wurden. Oh mein Gott, das ist schon wieder alles für einen Purpose. Hier ausrotten, versuchen zu reparieren. Oh meine Güte. Er ist sehr hübsch, dankeschön. Ich bin so verliebt in ihn. Oh, in wen? Ja, der hat immer noch Interesse an Tiana. Ja, wir werden ihn bitten, nur Freunde zu sein. Wir werden ihn bitten, nur Freunde zu sein, wenn wir ihn das nächste Mal begegnen. Das sind ihre beiden Nachbarn, die in der Wohnung wohnen. Er und... Jesse? Ja klar, fühl dich wie zu Hause. Und er halt. Oh, hallo Ray. Oh Gott. Guckst du da eigentlich noch mehr Shells an? Nee, die Shells sind durch. Jesse. Oh, danke schön. Ich habe mir auch sehr viel Mühe mit ihm gegeben. Tiana müsste echt sauer sein. Immerhin sollte die Wohnung ja renoviert werden und alles ist trotzdem kaputt. Ja. Hat das mit den Ratten geklappt? Na wunderbar, immerhin das. Oh nein, jetzt riecht es hier auch noch eklig. Oh Jungs, es tut mir leid. Normalerweise ist die Wohnung besser in Schuss.
Oh Gott, ich schäme mich gerade so, dass ich Besuch habe. Jesse, was machst du da? Jesse, hör auf damit! Oh nee. Hier, er schaut einfach brav Fernsehen. Jaden schaut sich eine Kochsendung an. Perfekt. Und Jesse macht da einfach nur Blödsinn auf der Yogamatte. Großartig. Und du willst jetzt kochen? Mixen? Das finde ich nett. Fass das nicht an! Oh Gott, okay, ich darf 3 Minuten lang nicht eingreifen. Ah, ich darf 3 Minuten lang nicht ins Spielgeschehen eingreifen und sie geht zur Arbeit. So, Jungs. Bei euch alles gut? Er nimmt das Getränk, was er gemixt hat. Was hast du gemacht? Saft on the Rocks? So, ihr Lieben, muss dann mal los, mich fertig machen. Geh noch zu einer Lesung mit meiner Lieblingsautorin. Mach das, Ente. Vielen, vielen Dank. Nein, ich bin arbeiten und du bist im Krankenhaus. Aber die beiden verstehen sich. Das ist schön. Jawoll! Mach doch, was du möchtest. Bis morgen. Er geht jetzt nach Hause. Und er wartet noch. Leute. Komm schon. Oh nein, sie hat einen Burnout. Das ist nicht gut. Eigentlich wollte ich ja, dass sie Kontakte zu Kollegen knüpft. Aber ich darf ja nicht eingreifen. Sie wurde befördert. Oh ja, sehr gut. Grüße dich, ich bin gerade auf der Suche nach Inspiration. Vielleicht können wir zusammen ein paar Ideen durchspielen. Inspiration für was? Rezepte? Ein Küchenwaschbecken um Bra haben wir bekommen. Wir haben fast 2000 Simoleon. Das ist richtig gut. Und wir sind auf... das ist falsch. Hier, wir sind auf Stufe 4. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Stream-Elements verwirren mich. Ja, das ist das 100-Baby-Event, was momentan kommt. Das läuft morgen, glaube ich, wieder. Die Sims sind ohne CC, genau. Also meine Let's Play-Sims wie Tiana und so, die haben CC, aber Jesse zum Beispiel, der Blonde, der hier drüben wohnt, der ist ohne CC. Hi, Jenny. Diawal. Okay, Diawal hatte ein neues Date. Das ist sehr schön für ihn. Alter, warum rufen die mich die ganze Zeit an? Ich muss immer mal wieder mein Handy schauen. Halte nebenbei meine Wäsche, beziehungsweise die Wäsche meiner Tochter. Mach das. Das Ding ist einfach schon wieder oder immer noch kaputt. Ich habe keine Ahnung. Tiana ist auch ganz komplett verwirrt. Wir haben noch 25 Sekunden, dann darf ich wieder steuern. Was willst du denn mit Santa? Mit Clemens plaudern. Ah! Enzo! Hier ist noch ein Nachbar. Jane. Zur Post durchgucken. Ah, hier wohnt noch einer. Und sie denkt an ihre Mama. Oh, Strom ist wieder ausgefallen. Da ist wieder Jesse. 2-1-0. Ella. Mom, es tut mir echt leid. Ich würde gerne telefonieren und quatschen, aber die Wohnung... Es tut mir leid. Ich muss aufräumen. Es sieht so schlimm hier aus. Und du hast auch Hunger. Aber das Katzenklo muss ich sauber machen. Und hier sieht es auch einfach aus wie... Oh nein, und die Pizza ist schlecht. Oh. Da waren doch 6 Portionen übrig. Das waren doch 6 Portionen. Wunderleckerbar. Schön, dass du da bist. Willkommen. Alles klar, Lotte. Darf ich halbe neu anlesen, weil ich schon länger folge, aber das erste Mal im Chat bin? Ja, natürlich. Natürlich. Nein, du musst leider gehen. Das passt nicht zur Story. Sowas würde ich im YouTube-Video eigentlich immer rausschneiden. Weil er ja, wie gesagt, gerade im Krankenhaus im Koma liegt. Und es nicht passt, wenn er plötzlich vor der Tür steht. Heieiei. Du hast ein Gefühl für Henry.
Größere Nähe durch wirkliche Erinnerung. Oh. Was schön. Hier, Tia. Nee, nicht Fernsehen. Was hältst du davon, wenn du ein bisschen kochst? Hier, du machst mal Onigiri. Du kannst eine Pizza, eine Käsepizza machen. Und dann kannst du noch... Oh ja, sie hat ja stimmt, sie hat Kochen Level 1, weil sie ja alle Fähigkeiten vergessen hat. Oh nein, du machst klassische Vanilletörtchen. Du machst einfach ganz viel wieder, dass wir den Verkaufsstand wieder benutzen können. Alles klar, Jenny, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und Happy Birthday. Auf dem Markt von Finnick würde ich auch gerne gehen, um ein paar frische Zutaten zu kaufen und so. Ist ja bestimmt auch richtig schön. So, wir müssen gucken, dass wir Enzo noch mal hier irgendwo antreffen, aber ich gerne auch noch mal runter in die Stadt. Also die Partnersuche von den Sims finde ich auch immer so spannend irgendwie, gerade wenn es eure Sims sind. Was hatten wir zu Grumpy gesagt? Er braucht die Aufmerksamkeit. Jona, hi, schön, dass du da bist. Nelio und Chinmay. Meine Sims sind auch so aufmerksamkeitsgeil, ne? Die rennen hier ständig durch die Gegend. Und eure Sims sind einfach ein bisschen zurückhaltender. Können wir hier einfach... Nee, ich hätte jetzt gesagt, so einladen abzuhängen oder so. Oder versuchen zu plaudern oder irgendwas in die Richtung. Du kannst hier auch nochmal kochen. Törtchen habe ich gesagt, ne? Klassische Vanilletörtchen. Ich würde darauf deuten, dass vorhin nichts Spannendes passiert ist. Der Termin war übrigens ein Reinfall. Oh nein, warum? Warum war der ein Reinfall? Aber es ist schön, wieder zu sehen, wie Tiana kocht und tatsächlich nichts in Brand steckt. Ich meine, wir haben ja immer noch das Szenario feuriges Pech offen für sie. Die Pizza ist auch gleich fertig. Enzo? Nein? Bevor ich irgendwie eine tiefere Beziehung zu irgendeinem von den Sims eingehe, würde ich tatsächlich gerne erstmal alle kennenlernen wollen. Wie gesagt, schreibt gerne, wenn ihr einen von euren Sims seht. Vielleicht müssen wir auch gleich mal zum Bahnhof. Und am Bahnhof können wir vielleicht gucken, dass wir ein paar Sachen verkaufen. Hier Mahlzeit nehmen, das kommt auch in den Kühlschrank. Weil da treiben sich auch oft Sims rum. Nee, der Ofen ist nicht kaputt. Ah, oh, ich habe jetzt einen neuen Termin. Ah, okay. Ah, oh, das ist natürlich ärgerlich. Der Pizzaofen, die Pizza war fertig. Deswegen war der Ofen aus. Jetzt ist er wieder an. Hi, Ray. So, die Pizza kommt natürlich auch hier rein. Ist schon wieder was mit dem Strom. Oh Gott, dieser Strom hier. Dieser Strom. Ich flippe aus. Und dann habe ich die Nacht nicht geschlafen, weil ich die ganze Zeit Kopfschmerzen hatte und immer noch habe. Oh nein. Viel trinken, ausruhen. Ganz viel ausruhen. Komm schon, Tiana, das kriegst du hin. Die war auch so süß als Kind, ne? Und wir müssen Ella mal besuchen. Hat's geklappt? Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Hier nochmal was kochen. Also richtig viel haben wir hier nicht, oder? Dann mach mal Gemüseteigtaschen. Mal gucken, wie viel Geld die bringen. Deck, deck. Die Pizza ist fertig. Mahlzeit nehmen. Ray, bei dir ist alles gut, ja? Beruhigend streicheln. Wann müssen wir denn wieder zur Arbeit? Oh Gott, wir müssen das ganze Wochenende arbeiten. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag haben wir frei. Eine Minute bis zur Arbeit. Tia, vielleicht lässt du es stehen. Oh, Tia.
Tia? Oh, wir müssen das... Mach schnell, 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 schnell. Tia, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Hallo Enzo. Schön, dass du direkt kommst, um zu helfen. Ja, das ist der liebe Enzo. Der wohnt in diesem Apartment. Da ist übrigens auch noch Platz drin. Enzo, warte. Enzo. Ja, never mind. Nimm mal bitte die Pizza, damit die nicht schlecht wird und dann geh einfach zur Arbeit. Dann geh bitte einfach zur Arbeit, Tiana. So, und jetzt geht's zur Arbeit. Tschüss. Und diesmal sagen wir auch Kollegen kennenlernen. So. Mit Kollegen Kontakte knüpfen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Kontakte wirklich knüpfen. Ich hoffe. Luma, Kai, schön, dass du da bist. Tiana möchte den Chef beeindrucken, um eine Beförderung zu erhalten. Was soll sie tun? Nebenprojekte abschließen oder Überstunden machen? Nebenprojekte abschließen. Unternehmensfähigkeit Level 2, yay! Tiana übernimmt ein oft übersehenes Nebenprojekt, mit dem sich niemand anderes beschäftigen möchte. Alle sind überrascht, als die Aufgabe schließlich erledigt ist. Der Chef von Tiana ist ziemlich beeindruckt und vielleicht steht einer Beförderung jetzt nichts mehr im Weg. Das ist großartig! Okay, so viel hat das nicht gebracht, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich stream bis 19 Uhr. Juji? Juji, ist das richtig? Bis 2 Uhr muss die arbeiten. Oh, die Arme. Du bist nicht mehr kleptomanisch. Ja, du knöpfst schon Kontakte, oder? So, sie ist wieder da. Mit Jaden? Wohl? Keine Ahnung. Ersetzen. Sie braucht schon wieder Spaß. Hier verwenden und eine kurze Dusche. Es wird Zeit, dass du auch bald hier aus diesem Apartment rauskommst, weil das ist ja eine Katastrophe. Katastrophe. So, du bist aber noch relativ munter. Vielleicht packen wir das Ding einfach ein. Öffnen. Vielleicht versuchen wir gerade mal einen Stand aufzumachen unten. Duschen, Tiana. Duschen. Guck mal, ein bisschen ist hier unten los. Hier sind ja auch noch Stände und hier versucht auch jemand was zu verkaufen. Ja, geh mal dahin. Komm, bevor die Sachen im Inventar schlecht werden. Nicht stolpern. So, dreh dich um. Tiana, dreh dich bitte um. Und platzier das. Und dann... Nein, ja doch, ziehst du dich bitte um. Wo packst du das denn? Ja, okay, dann halt da, ist okay. Öffnen, zack, 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 zack. Essensverkauf starten, Stand bedienen. Gerät platzieren, tragbarer Dingens, genau. Und dann können wir hier nebenbei noch weitere Pizza machen und hoffentlich was verkaufen. Preise erhöhen, wir sind schon auf 300%, ich glaube, das ist ganz gut. Essensstand benennen. Tias Place. Das finde ich süß. Hier, du sollst schon Stand bedienen. Komm. Platziere das Ding. Dankeschön. Dann können wir nämlich nebenbei noch Pizza machen. Kräuter-Focaccia? Das sieht geil aus. Muss beim Zimmer stellen, was beachtet werden? Die Regel steht auch im Discord. Jenny Heidi, guten Abend. Mir fehlt noch ein Fähigkeitenpunkt. Ja, stimmt. Stimmt, für die Beförderung fehlt noch Mixen. Da hast du recht. Kauf bei mir, kauf nicht diese komischen Fossilien, kauf bei mir Sachen ein. Weil beim hier, beim Stand Sachen verkaufen, da ist er eröffnet. Ja, da lernt man nämlich auch gut neue Sims kennen. Danke, Nenja, für die Zusammenfassung.
meine Sachen. Ja, überzeugend zu kaufen. Oh, kauf die Pizza. Ace? Kauf Pizza? Kauf Pizza, Ace. Du möchtest Pizza. Du möchtest wirklich, wirklich dringend Pizza. Ja! Ja! Mahlzeit nehmen. Es ist auch die Frage, Leute. Tianas Restaurant. Weil sie soll ja auch ein Restaurant aufmachen, nachdem sich hier, hier Meisterköchin und das hier halt erfüllt hat. Sollen wir Tianas Restaurant dann zusammen auf Twitch bauen? Soll ich das vorher schon bauen? Wollen wir da so eine Art Ruine draus machen? Also soll ich eine Ruine bauen und sie baut das dann so im Let's Play quasi aus? Ich glaube, die Variante finde ich am besten, oder? Nick! Nick, möchtest du ein Verkaufsgespräch mit mir führen? Und du auch? Bitte? Ihr wollt meine Sachen kaufen. Ihr wisst das nur noch nicht. Sieht toll aus. Kochen. Ananaspizza. Oh, wer von euch mag Ananaspizza? Nenja, Lena, wir brauchen eine Umfrage. Wollt ihr eine Umfrage machen? Mit wer mag Ananaspizza? Ich oder ich nicht? Das sind wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Seid ihr Team Ananas oder seid ihr Team Nicht-Ananas? Warum ist das eigentlich so duster jetzt? Guck mal, wer da wieder ist. Hallo, Henry. Henry, du möchtest doch bestimmt auch was kaufen, oder? Yay! Wir kriegen Geld. Wir sind fast ausverkauft. Wir sind fast ausverkauft? Mache ich nach der Restaurantumfrage. Dankeschön, Dankeschön. Nur wenn ich meine Tage habe. Oh, natürlich. Wenn ich meine habe, habe ich immer voll Bock auf Fleisch. Normalerweise esse ich eigentlich gar kein Fleisch. Wer bist du? Aspen. Aspen ist, glaube ich, auch kein Sim von euch. Da ist die Ananaspizza. Nee, Käsepizza. Das ist die Ananaspizza. Mahlzeit servieren. Nee, Mahlzeit nehmen, ne? Mahlzeit nehmen. Und dann machen wir direkt nochmal. Da ist er! Ah, nee, das ist Jaden. Okay. Dachte Enzo. Oh, ich muss erstmal ein bisschen warm werden mit den Namen. Oh nein, Habi. Oh, das ist gar nicht Habi, das ist Anna. Bin kein Ananas-Fan. Ich liebe Ananas-Pizza. Ich liebe Ananas-Pizza. Ich meine, habe ich jetzt logischerweise jetzt länger nicht mehr gegessen. Ich wollte aber noch was Neues ausprobieren. So Proteinpizza aus Proteinteig. Was ist hier los? Mit Nick plaudern? Oh ja. Kauft man das an? Bin ich ausverkauft? Hier, füll das doch bitte wieder auf. Warum füllt ihr das nicht auf? Hier sind Kunden, die wollen was kaufen, Tiana. Die wollen was kaufen. Ja, es sind Ultraschallbilder im Inventar. Kohlrouladen. Oh, das ist auch so lecker. Ruine, Ausbau im Let's Play. Machen wir. Machen wir, alles klar. Ich meine, das dauert sowieso noch ein bisschen. Aber man könnte die Ruine ja schon mal vorbereiten. Ding. Mahlzeit nehmen. Ich würde gern... Warum... Warum präsentiert sie die eine Pizza nicht, die sie noch im Inventar, also die hier im Inventar ist? Stand bedienen. Ach, weil sie den Stand nicht bedient, oder wie? Warum macht ihr das keinen Spaß? Oh, Kürbis finde ich auch toll. Kürbisquiche. Oh, Leute. Oh, Leute. Ich muss eindeutig den letzten Part noch gucken. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Warum? Ich x das mal weg. So, Essensverkauf starten. Jetzt, Stand bedienen. Jetzt funktioniert es hoffentlich wieder. Kochen. Wir machen jetzt einfach einen Pizzastand offensichtlich.
Aber noch mehr Sims von euch sind leider hier nicht aufgetaucht. Das heißt, mal gab es Waffeln, jetzt gab es Pizza. Was ist los? Ach, euch ist warm! Euch ist warm! Hi, Jesse! Jesse, du möchtest bestimmt meine Ananaspizza kaufen, oder? Was hältst du von meiner Ananaspizza? Viel der Charisma-Fähigkeit. Hervorragend. In 12 Minuten fertig. Hier ist wieder Ace. Hier ist wieder Henry. Bye, bye, Nick. Purple Girl, hi, schön, dass du da bist. Pizza und Waffeln sind am einfachsten, wenn man die Geräte direkt am Stand hat. Eindeutig. Ganz, ganz eindeutig. Hier, Henry, möchtest du vielleicht auch nochmal was kaufen? Die Ananas-Pizza? Vielleicht? Jesse, geh nicht! Mit Ace plaudern. Nein, willst du nicht? Aber die Pizza ist lecker. Ist das eine leckere Ananas-Pizza? Es ist eine ganz, ganz leckere Ananas-Pizza. Er shakert. Warum shakerst du? Oh, ihr ist auch warm. Mach nochmal Pizza Salami. Mais auf Pizza und Thunfisch. Oh, mag ich auch. Hä, auf keinen Fall Ananas-Pizza. Was stimmt nicht mit euch, Leute? Was stimmt nicht mit euch? Hast du eigentlich alles eigene Sims in der Welt oder hast du auch einen Teil von den Standard-Sims dort? Die meisten Standard-Sims sind tatsächlich schon verstorben. Weil das schon die dritte Generation ist. Ich habe Sims aus der Community, ich habe selbst erstellte Sims, ich habe ganz viele geborene Sims. Hier zum Beispiel Nick, den habe ich erstellt. Jetzt kürzlich erst. Hier ist ein Sim aus der Community, der Henry. Hier ist ein geborener Sim, unsere Tiana. Die sieht ein bisschen übel zugerichtet aus, muss ich sagen, mittlerweile. Und eigentlich möchte ich noch mehr Sims von euch kennenlernen. Aber mit 300 habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Mit 300%. Ananas-Pizza auf meine Ananas-Pizza. Bin spät dran, muss einen Test nachschreiben und auch lernen, dass wir morgen eine Klausur schreiben. Alles ist einfach viel zu stressig, aber was man nicht tut, um irgendwie irgendwann kleine Knirps zu betreuen. Oh ja. Jaden. Du möchtest Anita um ein Date bitten? Das solltest du selbst entscheiden. Das solltest du selbst entscheiden, mein Lieber. Nick! Nick, möchtest du was kaufen? Ananas-Pizza. Danke schön! Shizuko! Danke schön! Mahlzeit nehmen. Wir brauchen mehr Pizza. Hör auf mit Nick zu shakern. Wir brauchen Pizza. Liebe Pizza mit so Nudeln drauf. Oh, habe ich noch nie probiert tatsächlich. Auch nicht diese Schokoladenpizza. Noch nie. So, machen wir nochmal eine Margarita. Find's gut, hier erst reingekommen und schon wird über Ananas auf Pizza geredet. Magst du Ananas auf Pizza, Purple Girl? Magst du das? Ich mag Pizza mit Hollandaise. Oh, Sakura. Ja, das ist voll geil, Mann. Das ist voll geil. Wo sind denn die anderen? Jesse taucht auch hier ständig auf. Jesse. Nein, du magst keine pessimistischen Sims. Ja, Nick ist ein bisschen pessimistisch, das weiß ich. Jesse, kauf meine Ananas-Pizza. Wer läuft denn hier so rum? Nein, 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 nein. Dickes Nein. Nein, ist ein Townie. Warum sind eure Sims so schüchtern? Pizza mit Pilze und Spinat. Oh, Pilze mag ich nicht. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, Misha. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Jan. Wie geht es dir? Jetzt bekomme ich Hunger. I'm so sorry. Es gab mal eine Carbonara-Pizza. Die war geil. Von der Schokoladenpizza. Hat man höchstens ein Viertel geschafft. Ich glaube, Habi mochte die Carbonara-Pizza auch richtig gerne. Mit Hackfleisch, Mais, Sauce von Day, so yummy. Oh, ja.
Mom, ich kann gerade nicht telefonieren. Sorry. Frage von Ace an ihn. Was hast du mich gefragt, Ace? Was hast du mich gefragt? Henry, möchtest du meine Ananas-Pizza kaufen? Da kommt Nick schon wieder angejoggt. Jesse geht gerade wieder nach Hause. Ich glaube, wir haben gerade mal darum gebeten, dass er nach unserer Katze guckt. Denn wir stehen schon wieder echt lange hier am Stand. Thunfischpizza ist bei mir auch immer so eine Phase irgendwie. Also gewesen vor der OP. Salami ist mein Running Gag bei Pizza. Was anderes schmeckt mir fast nie. Echt? Salami mag ich tatsächlich nicht. Also generell nicht. Also so als Kind, ja, so auf Toast war mal ganz geil. Aber mittlerweile... Ich glaube, ich ziehe sie mal um. Mittlerweile mag ich das leider gar nicht mehr. Hey, wo ist denn der MCC? Ich weiß nicht, wo der MCC ist. Aber so heiß scheint ja nicht zu sein, dass du sterben könntest. Von daher schon okay. Hallo Ace, du bist ja schon wieder da. Kochen. Machen wir das nochmal. Und dann müssen wir auch bald wieder nach Hause, ne? 7 Stunden, ja. Grüß, ich bin gerade auf der Suche nach Inspiration. Vielleicht möchten wir... Oh, Berlioz, hi! Möchten wir zusammen ein paar Ideen durchsprechen? Ja, klar, natürlich. Moment, ich muss einmal meinen Onkel sagen, dass er was kaufen soll. Hi! Jaden! Du kannst runterkommen? Oh, das ist ja schon wieder kaputt. Das ist ja schon wieder kaputt. Oh, der Geschmack ändert sich alle 7 Jahre. Ist mir bisher tatsächlich noch nicht so aufgefallen, dass sich das ändert. Oh, okay, Berlioz. Tschüss. Vielleicht hat er sich ein Stück Pizza von uns mitgenommen, für, bevor er zur Arbeit muss oder so. So, komm, ein bisschen Pizza möchte ich noch verkaufen, bitte. Hi, möchtest du Margarita-Pizza kaufen? Ding! Mahlzeit nehmen, bitte. Es fehlen noch Sims. Wo sind die denn alle? Habt ihr jetzt schon einen Favoriten für Tiana? Also rein aus Interesse natürlich erstmal. Komm, die Sachen wollen wir jetzt noch verkaufen, Tia. Die Sachen verkaufen wir noch und dann hast du Feierabend. Ah, da oben steht's jetzt. So ein Pizzabrot, das sieht geil aus. Die vielen Sims wollen einfach direkt Besuch haben. Das glaube ich auch. Henry, nee, hat noch keinen Favoriten. Henry ist auch echt ein Süßer. Jaden. Ich weiß nicht, wie ich mich da entscheiden soll. Ich finde, es kommt halt jetzt auch ein bisschen drauf an, wer sich jetzt wie auch meldet und so und wie wir das... Also wenn die zusammen auf ein Date gehen, wie die sich da verhalten und so, ob die sich näher kommen oder ob die sich eher streiten und so weiter. So, jetzt solche Sachen halt alle. Hallo, Berlioz. Bitte... Nein, geh doch nicht. Verkaufsgespräch führen, bitte. Komm zurück. Komm zurück. Da kommt Grumpy schon wieder angelaufen. Ist ja unfassbar. Ich glaube, er ist mal undefiniert. Schwierig, wenn alle platziert sind, kann man ja erst richtig gucken und vielleicht sind einige auch nur Freunde. Das kann halt auch sein. Ich meine, ich habe alle platziert. Ich weiß nicht, ob wir alle kennenlernen. Kommt halt darauf an, ob sie sich zeigen oder nicht. Aber es sind ja auch noch nicht alle platziert, weil jetzt wurden, glaube ich, auch noch welche erstellt. Und die platziere ich dann natürlich auch noch. Also ihr habt noch Zeit, bis Ende Oktober einen Partner für Tiana zu erstellen. Aber je früher ihr natürlich den Sim erstellt, desto eher habt ihr die Möglichkeit, Tiana kennenzulernen. Und wir sind ausverkauft. Wunderbar. Und desto eher könnte euer Sim Stand abräumen. Der Partner von Tiana werden. Wird gefragt, ob der Partner von Tiana auch unfruchtbar sein darf.
Und man dann mit Adoption oder künstlicher Befruchtung arbeiten kann. Ja, natürlich, natürlich. Das geht auch. Hi, Nick. Oder wir fragen dann einfach einen befreundeten Sim wegen einer Spende oder so. Wäre dann ja auch eine künstliche Befruchtung. Jesse! Du bist viel hier unten. Geht's Ray gut? Hast du nach Ray gesehen? Oh, ich will ihn mal schmeicheln. Und ich will, dass wir richtig gute Freunde werden. Hm, freundlich, tiefgründig, bitten, in die Wolken zu schauen. Das machen wir mal. Bei den Stand lässt du da einfach stehen? Das ist dein Plan? Ja, den packen wir gleich wieder ein. Was, Tiana? Ich habe mal einen Tee gemacht. Vielleicht hilft es ja gegen die Unterleibsschmerzen. Ich hoffe es sehr. Oh, ich wünsche es dir. Ich habe ja heute auch so krass Unterleibsschmerzen. You know why. Ich wäre für ihn. Für wen, Nina? Willst du das mit dem Transkript noch in die Geschichte einbinden? Ja, die Community. Also ich habe ja vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht und ihr wolltet, dass ich das bei Mulan mache. Und bei Mulan sind wir noch nicht. Ja, Jesse Pumpkin, ich finde den Namen Pumpkin so süß. Mir ist kein anderer Nachname eingefallen. Indem sie gerade in die Wolken schaut. Ja, aber den Sim habe ich ja erstellt. Deswegen dachte ich, ihn haben wir vielleicht als besten Freund, den Jesse. Und einen von euren Sims dann halt als Partner. Ich versuche hier gerade eine schöne Freundschaft aufzubauen. Da hast du schon wieder mit einem Schwarm plaudern. Nein! Ich nehme mal das verknallt weg von Morten, weil sie hat ja mit Morten Schluss gemacht. Hier, ihr habt keine Liebesleiste mehr. Profil öffnen. Hier, ihr seid doch gar nicht mehr verknallt. In wen bist du denn verknallt? In dir, weil auch nicht. Freundschaft in verlustreichen Zeiten. Oh Gott, das ist so süß. Ja, ich mach mal hier Reroll. So, liebe Herren. Das sind alles Damen. Du bist auch kein Community-Sim, oder? Nee, ich glaube, ich habe mich vorhin schon mal angeguckt. Ich meine, wenn euer Sim noch nicht dran gekommen ist oder ihr allgemein einen Date-Wunsch habt, können wir auch gerne, also könnt ihr auch gerne Date-Night einlösen. So, du hast jetzt mega Hunger. Ah, warte. Enzo. Enzo, freundlich vorstellen. Tia, beeil dich. Da ist nämlich noch einer daher. Enzo finde ich nämlich auch echt cool. War ja ein Schwarm von ihr. Als er ein Teenager war, da kommt der Wunsch später häufiger. Ja, ja, war so, genau. Wollte gerade Date Night einlösen, das ging nicht. Wie, das ging nicht? Das müsste gehen. Schön, dass du da bist. Becky, danke schön für dein Follow. Hi, Enzo. Ein angenehmes Gespräch, wundervoll. Über Veränderungen in der Nachbarschaft sprechen, was ganz Unverfängliches. Und du möchtest freundlich zu Jesse sein, das kriegen wir auch hin. Ich habe auch genug Böhnchen. Okay, Queen, mit wem soll Tiana auf ein Date gehen? Zuerst werde ich aber mich kurz um Tiana kümmern. Aber sie braucht Spaß, das ist perfekt für das Date. Aber ich habe ja wieder Wonderful drin, ne? Meet and Mingle Dating? Was ist das denn? Vielleicht gehe ich nochmal hier zu einem Dings, Wonderful Store. Schüssel lernen. Und Ray kriegt nochmal neues Futter und neues Katzenstreu. Von der, RPO. Mit Henry bitte. Ja, mit Henry. Ein Real-Life-Erfolg. Meine Tochter hat sich alleine angezogen. Sehr gut. Ist das für die Simda Dating App? Ah, okay. Okay.
So, ich werde jetzt mit ihr Verhütungsmittel kaufen. Kondome und Geburtskontrolle. Ich kaufe einfach beides. Ich werde beide öffnen, weil ich weiß, das war früher ein Fehler, dass ich die nicht geöffnet habe. Und ich werde ihr sagen, dass sie disallow. Nee, sie nimmt die automatisch, richtig? Disallow. Nein, ich will allow. Und wenn ich disallow klicken kann, dann ist es auf allow. Richtig? So, komm bitte wieder. Wir wollen auf ein Date. Sie braucht Spaß und hat Hunger. Sie hat eine Geburtskontrollpille genommen. Perfekt, denn wir wollen noch kein Baby. Du kannst Ray kurz neu füttern. Oh je. Dann versuch nochmal die Sachen zu reparieren. Wo ist schon wieder eine Ratte gewesen? Oder bist du erschrocken wegen dem Brutzelkram, ne? Ja, wegen dem Brutzelkram. Ist das richtig? Nein, sie muss zur Arbeit gehen! Verdammt, ich habe vergessen, dass sie zur Arbeit muss, so spät. Na gut, dann am nächsten Tag. Das dauert 3 Tage, bis die Pille wirkt. Gut, dass ihr mich daran erinnert. Wir wollen kein Upsi. Okay, Tiana langweilt sich bei der Arbeit und versucht, die Zeit totzuschlagen, indem sie im Internet surft. Doch plötzlich klingelt das Telefon. Der Anrufer erklärt atemlos, dass am Abend eine Promi-Gala stattfindet. Aber der Meisterkoch, der für die Veranstaltung gebucht war, ist krank geworden. Und daher wird ein sofortiger Ersatz benötigt. Der Arbeitgeber von Tiana ist genau die richtige Adresse für diesen Job, aber Tiana findet die Vorstellung, A-Promis kennenzulernen, überaus reizvoll. Soll Tiana die Arbeit früher verlassen, das Event selbst catern, oder soll sie das Event über ihren Arbeitgeber buchen? Selbst catern? Tiana erhält Ruhm und Geld und freundet sich mit einem Promi an, aber sie wird gefeuert. Also, nein, über den Arbeitgeber natürlich. Das könnten wir später eventuell nochmal machen, dass wir dann unser eigenes Restaurant kriegen, aber so. Oh, sie hat auf der Arbeit gegessen, das ist gut. Ah. Hier, achso, jetzt machst du wieder fleißig arbeiten, okay. Katzenklo säubern bitte. Du darfst doch mal pieseln. Okay, Wohnung sieht gerade... Nein, sieht sie nicht! Ah, wir haben Kakerlaken und der Boden muss sauber gemacht werden. Nein, sie ist nicht zimperlich. Oh je. Ich habe ja eigentlich das perfekte Haus für Tiana gebaut, wo sie dann noch einziehen soll. Aber das muss sie sich erstmal leisten können. Los, Tia, kümmere dich um die Sachen, die ich gesagt habe. Let's go. Ich hoffe, es hat geklappt. Hat's geklappt? Ich glaube nicht, oder? Das hat, glaube ich, geklappt. Okay, dann kannst du ein bisschen mit Ray spielen. Beruhigen, streicheln. Und kannst du nicht mit Laserpointer spielen? Genau, perfekt. Sehr gut. Dann werden wir schlafen und dann können wir morgen auf ein Date gehen, indem wir irgendwo brunchen gehen, oder? Wie viel kostet das neue Haus für Tiana? Ah, lass mich kurz nachgucken, ja? Erstmal speichern und dann gucke ich mal nach. Hallöchen an alle, ich bin nur von YouTube hergewechselt. Ich liebe die Let's Plays. Perfekter Ausgleich zum Alltag. Benji, das freut mich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du fühlst dich hier auf Twitch wohl. Ja, über 100.000, das auf jeden Fall. Hm. Hier sind die Sims. Also hier ist auch Jessie. Falls ihr die runterladen wollt. Was wollte ich nachgucken? Genau, hier. 108.000 Simoleon kostet das neue Haus. Ich meine, wir könnten natürlich auch ein anderes Ziel festlegen und sagen, sie muss nur 50.000 bezahlen, weil das halt den Eltern ihres Vaters gehört hat. Und die jetzt halt verstorben sind und dann hat sie halt das Haus geerbt. Das können wir natürlich auch machen. Aber dass sie halt irgendwie 50.000 Simoleon Erbpacht zahlen muss oder sowas. Wenn ihr wisst, was ich meine. Linkalinchen, danke schön für 10 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dir. Schön, dass du da bist. Aber das mit der Ruine als Restaurant ist wirklich eine gute Idee, denn schließlich hat
ja, ihre Mom auch in einer Ruine gestartet. Ja, das finde ich nämlich auch echt schön. Und im Film Tiana hat sie ja auch mit einer Ruine angefangen, das Restaurant. So, Tia, es ist 4 Uhr morgens. Leg dich bitte schlafen. Nein, leg dich bitte schlafen. Was ist los? Ray, hast du mich gerade geweckt? Über Aufwecken belehren. Du hast alles, was du brauchst. Bitte schlaf. Hier sind ihre Eltern. Tia, du bist ein bisschen im Weg. Komm. Geh wieder schlafen. Sehr gut. Hey, wir haben immerhin schon fast 4000 Simoleon. Ich habe gehört, dass du dich mit Jesse angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Danke, Ella. Woher kennst du Jesse? Hi, Jesse. Hi, Postbote. Oh nein, Postbote. Postbote heißt Rechnungen. Kati, ist das richtig? Oder Kartel? Das ist das luxuriöse Küchenaccessoire-Pack, das neue Pack, was gekommen ist. Rechnung bezahlen. Ja, das geht noch. Hier, du musst langsam mal aufstehen, bitte. Oh, wir haben schon wieder Kakerlaken. Wie soll sie denn so auf ein Date gehen, wenn wir ständig Kakerlaken haben? Und Getränke mixen üben. Ist hier wenigstens alles in Ordnung? Ja, Gott sei Dank. Oh je. Wir haben Kanalpunkte sparen, um irgendwann auch mal das Upsi-Rad anzuwenden. Geht sonst auch per Bits, wer möchte. Oh nein, 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 Ray. Oh, Ray ist so am Hahn. Ray, du bist auch ein bisschen mitteilungsbedürftig, oder? Oh Gott, der Mülleimer. Wir müssen den Müll rausbringen. Okay, Tia, vielleicht erstmal den Müll leeren. Oh Gott, sie kommt nicht hinterher. Ja, Kakerlaken. Ja. Also es ist keine gute Wohnung, es ist eine günstige Wohnung, aber so eine Dauerlösung ist das leider nicht. So, wir gehen jetzt auf ein Date. Simda Dating App, so. Vielleicht vorher nochmal speichern, bevor der Ladebildschirm-Bug wieder kommt und zuschlägt, ne? 30.000 Punkte braucht man für das Upsi-Rad. Weil es halt was Besonderes sein soll. Stellst du es wieder einfach nur ab? Alles klar, hier. So, Henry wurde gewünscht, richtig? Hallo, Ray. Hallo, Baby. So, wir wollen Ray. Haben wir ihn hier schon drin? Nee, leider nicht. Nicht Ray. Ray ist unser Kater. Wir wollen Henry. Der muss ja bei H sein. A, B, C, D, E, F, G. H. Er ist hier gar nicht drin. Henry ist hier gar nicht drin. Was ist da los? Henry? Dann sag ich jetzt einfach mal glückliche SMS schicken und dann müsste er mich ja eigentlich gleich einladen. Dann machen wir das so, oder? Vielleicht ist er auf der Arbeit, er ist Lehrer. Ich schreibe ihm eine SMS und ansonsten versuche ich es nach Schulschluss nochmal. Ah, guck mal. Oh, er lädt mich in ein Café ein. Wir gehen in ein Café. Ja, er war eben da, aber bei der Tinder Dating App war er nicht da. Woher kennt Tia Dean? Durch einen Todesfall.
Oh, mein Tee ist mittlerweile kalt, ne? Oh. Halt ab, Tier ist nicht meins. Tia. So geht man doch nicht auf ein Date. Zieh dich mal um. Es ist ein Date. Weil hier steht mit Freunden abhängen, aber... Egal, wir wollen ein Date. Hi, Anna. Wir setzen uns mal zusammen hier hin. Und dann können wir ein bisschen mit ihm quatschen. Kinder mit dir, weil, wow, da hast du dir was vorgenommen. Anzünden, diese Kerze. Nein, Tia, setz das nicht an! Oh Gott, okay. Ich darf wieder 3 Minuten lang nicht ins Spielgeschehen eingreifen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie gut sie sich mit Henry versteht. Und scheinbar findet Tiana die Küche hier unten viel interessanter und macht lieber Eis, als sich mit Henry zu unterhalten. Miss Donut, hi. Tia, du kannst doch jetzt nicht hier unten in die Küche gehen und Eis machen und dein Date ignorieren. Tiana, bitte. Sie hat Vanilleeis hergestellt. Großartig. Toll, Tiana. Ah, immerhin ist hier das Eis bei ihm. Willst du ihm auch Eis anbieten? Oh Gott, das war Gehirnfrost. Was hast du hier für einen Wunsch? Arbeitsaufgabe abschließen. Ja, machen wir auch fest. Typisch Tims halt, ja. Der Sound ist so gut, sogar ich schrecke meist zurück. Der Sound ist perfekt, oder? Oh, die Kerze brennt schon ordentlich, aber ich liebe das mit den Kerzen, ne? Ihr dürft miteinander reden, findet ihr keine Gesprächsthemen? Jetzt ist sie am Handy. Tia, das ist so unhöflich. Und er ist so geduldig mit ihr. Und sie unterhalten sich überhaupt nicht. Jetzt ein bisschen. Er versucht es. Jetzt guckt er aufs Handy. Über örtliche Angelplätze reden. Ha. Das ist nicht so gut gelaufen, das Date. Irgendwie sind die nicht so richtig warm miteinander geworden. Das ist sehr schade. Hauptsache, du futterst jetzt die ganze Zeit Eis. 1 Minute und noch ein bisschen. Dann darf ich wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Bis dahin wird sie sich mit Eis vollstopfen. Sarah, danke schön für 2 Monate. Ganz, ganz lieben Dank dir. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Pups Love. Pups Love. Wo bist du jetzt hin? Tiana? Zur Arbeit gehen. Perfekt. Geh zur Arbeit. Oh je. Tia hat ihren eigenen Kopf. Absolut. Vielleicht ist Henry doch eher so der Kumpeltyp. Aber kann sich ja auch noch ändern, wenn die irgendwie nochmal miteinander ausgehen, dass sie dann völlig aufeinander abfahren. Also ist ja jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Aber es ist schön, dass sie einfach ein bisschen rauskommt. Oh, du stinkst schon wieder. Tiana ist so eine Stinkmaus irgendwie. Ich darf wieder steuern, aber jetzt ist sie noch auf der Arbeit. Ray, guck mal, Ratte! Fass! Fass! Oh, und wir sind beim Festival nicht dabei, weil wir arbeiten mussten. Nein! Wir haben das Festival verpasst. Du hast aber schon noch deinen Stand hier eingeräumt, ne? Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Emily Blum, danke schön für dein Follow. Herzlichen Dank dir. Ausrotten? Ray! Wir haben vereinbart, du zahlst keine Miete. Dafür kümmerst du dich um das Rattenproblem hier. Sie braucht schon wieder Spaß, ne? Ah, mentaler Nebel.
Das ist nicht so gut. Einladen abzuhängen. Jessie? Willst du rüberkommen? Ich bin noch nicht so müde. Also noch nicht so mega müde. Ich nehme mal eine Acai Bowl. Wir könnten Videospiele spielen. Ich glaube, er pennt, ne? Oh, nein! Unternehmer? Er ist Unternehmer? Oh, Jessie, lass uns spielen. Multiplayer-Spiel spielen. Party Frenzy. Aubrey? Yes! Es ist so praktisch, einen Nachbarn zu haben, mit dem man befreundet ist. Hatte ich in meiner alten Wohnung nämlich auch, als ich noch alleine gewohnt habe. Und immer wenn mir langweilig war, bin ich zu ihm rübergegangen. Das war super praktisch. Hallöchen, komme von YouTube. Evelyn, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich sehr. Ja, liebe Fupsis und liebe Misha, ich danke euch allen, dass ich hier einen Platz zum Runterkommen gefunden habe. Und das jetzt schon seit 10 Monaten, in dem ich Mishas Sims ihrem Leben begleiten durfte. Vielen Dank dafür. Das ist so lieb, Minka. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das Wasser tropft. Aber sie kriegt jetzt wenigstens ein bisschen Spaß dazu. Aber trotzdem müssen wir uns da gleich mal drum kümmern. Orangensaft. Hi, schön, dass du da bist. Zieh ihn ab, Tia. Zieh ihn ab. Zieh ihn ab. So. Selbst reinigen. Komm, so sehr stinkst du gerade und auch wieder nicht. Noch ist okay. Hast du verloren? Sie ist halt benommen, weil mentaler Nebel. Sie arbeitet in letzter Zeit halt schon recht viel. Nein, fertig! Ich habe gerade 2 Stunden ohne zu speichern Sims gespielt. Ich wollte auf Spiel verlassen und speichern drücken, habe aber auf Spiel verlassen gedrückt. Nein. Oh, das ist so ärgerlich. Das ist so, so ärgerlich. Kann ich gut verstehen. Ey, Tia mag Videospiele. Wunderbar. Oh, wir haben schon wieder Ratten. Jessie, ich schwöre dir. Ich gebe mein Bestes mit der Wohnung. Ich gebe wirklich mein Bestes, Jessie. Hat's geklappt? Oh, Gott sei Dank, dann können wir uns abermals um das Rattenproblem kümmern. Richtig Spaß gemacht hat dir das nicht, ne? Wollt ihr nochmal ein Multiplayer-Spiel spielen? Weil jetzt magst du ja Videospiele, jetzt müsste das eigentlich besser funktionieren. Huch, nein, das wollte ich nicht. Es hat nicht geklappt. Oh Gott, die Ratten kommen gleich schon wieder. Was ist denn los mit ihm? Warum ist er so angespannt? Hier, ich gebe ihm mal einen Wohnungsschlüssel. Halt, wegen der Katzen. Und ich würde ihn gerne irgendwie aufmuntern. Hier, Emotionen beruhigen. Also richtig mitspielen mag er gerade nicht. Ach, wahrscheinlich wegen den Ratten ist er so angespannt, ne? Sie hat ja eigentlich fast einen freien Tag. Sie hat heute frei. 4 Tage noch bis zur Arbeit. So, das müsste jetzt hoffentlich geklappt haben. Und? Hat geklappt? Hier, damit du dich um Ray kümmern kannst, wenn ich arbeiten bin. Oder halt wieder meinen Stand verkaufe. Also am Stand verkaufe. Und? Klappt es? Ja, er ist glücklich. Hervorragend. Oh, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir uns nur noch um die Ratten kümmern. Das klappt ganz gut. Brauchst immer noch Spaß. Ja, das wäre eigentlich die Idee gewesen. Aber gut, dann kannst du Yoga spielen. Dann spiele ich noch ein bisschen an der Videokonsole alleine. Zusammenspielen? Ich versuche das einfach nochmal. Was willst du jetzt? Freunde werden mit Jessie. Ja, das habe ich ja vor, dass ihr beste Freunde werdet. Deswegen solltet ihr miteinander spielen. Jetzt sind wir ein Freund. Sehr schön. Tia, das ist aber Schummeln, wenn du vorher schon anfängst zu spielen. Das ist einfach Schummeln. Fass das nicht an! Oh Gott.
Oh, okay, ich darf wieder 3 Minuten nicht steuern. Ich hoffe, sie geht gleich von alleine ins Bett. Oh, ich liebe den Sound, Alert. Ich erschrecke mich jedes Mal, aber ich liebe ihn. Für Bedürfnisse cheaten muss ich auch noch einen Sound einstellen. Das habe ich auch mir auf jeden Fall für diese Woche aufgeschrieben, dass ich das nochmal raum. Cool, wie viel Spaß sie jetzt hat. Das ist so schön. Jetzt muss ich nur noch schlafen und duschen und was essen und vielleicht nochmal pieseln. Hey, war Enzo. Hi, Enzo. Enzo ist cool. Ich mag Enzo sehr gerne. Hast du Bock auf Training? Ich mach dich platt, ey. Ich hab echt Bock auf Training. Lass uns ein anderes Mal ins Gym gehen, okay, Bro? Ja, ich spiel auch gleich mit dir, Ray. Ich spiel gleich mit dir. Boah, Tee ist leer. Bis später, Jessie. Sie schläft. Sie macht ein Nickerchen, aber immerhin. Immerhin. Mom. Ich würde gern rüberkommen. Ich darf nur gerade nicht steuern. Nein. Hier, ich guck mal eben, ne? Timor ist gestorben. Unsere ganzen Onkel sterben jetzt. Ella, ich darf gerade nicht ans Telefon gehen. I'm sorry. Oh, jetzt ist sie wieder traurig. Das gibt's doch nicht. Immerhin hat sie heute frei. Immerhin das. Ray ist weggelaufen. Oh, Ray. In einer Stunde kann ich nach dir... Also in einer Stunde. In einer Minute. In 47 Sekunden darf ich nach dir suchen. Ich könnte ja nicht mit dem miefenden Katzenklo im Schlafzimmer schlafen. Ich auch nicht. Aber ins Bad passt es nicht mehr rein. Es ist Spieleabend. Jessie kommt vorbei. Hi, Jessie. Ihr fühlt sich hier auch schon wie zu Hause, ne? Ich betone es nochmal, es ist so praktisch, mit seinem Nachbarn befreundet zu sein. Es ist so praktisch. Tia kocht. Was kochst du denn? Tortillas mit Soße. Okay. Solange sie nichts kaputt macht, bin ich fein damit. Sie hat schon Level 5 der Kartoffelfähigkeit. Der Kochfähigkeit bekommen. Das ist gut. Bis dann, Jessie. Ah, ich darf wieder steuern. Wundervoll. Lass es dir schmecken, Tia. Das darfst du noch eben aufessen. Perfekt. Und das hier säubern. Ich wollte heute den Tag in der Stadt verbringen. Bist du schon wieder da? Schön, dass du da bist. Kein Plan. Lift, ist das richtig? Vielen, vielen Dank für den Follow auf jeden Fall. Ich habe auch ein Katzenklo im Zimmer, da meine kleine Maus vom Baby an bei mir schläft und die Tür immer zu ist, da sie und der Dicke sich nicht so prächtig verstehen. Das ist natürlich was anderes, das ist dann komplett verständlich. Kitty! Schön, dass du da bist. Wir haben Jessie. Warum auch immer da Unternehmer steht. Ich verstehe es nicht. Wir haben schon sehr oft Grumpy heute gesehen. Legalen Plan zur Geldvermehrung investieren. Wir machen das einfach mal. Dirwal, du hattest ein Date mit wem anders. Wir haben eine traurige Vergangenheit momentan zusammen. Bitte, bitte lass uns nur Freunde sein. Oh, alles klar, kein Problem. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert, okay? Dirwal, du wirst irgendwann deine Liebe bekommen. Ich verspreche es dir. Irgendwann wirst du deine Liebe bekommen. Ja, Katze suchen. Warte, das kenne ich gar nicht. Das kenne ich noch gar nicht. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wie viel möchtest du investieren? Ich verspreche, du wirst es nicht bereuen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Weil legal, heißt das, das ist illegal?
Wir vertrauen Jesse und investieren einen hohen Betrag, weil er ist ein guter Freund von uns. So, und jetzt, war das bei Haushalt? Oder bei Sozial oder so? Hier, such mal du nach vermisstem Tier. Dann werden wir das Katzenklo säubern. Ich glaube, ich werde die Schüssel nochmal leeren, weil es wird bestimmt gleich wieder schlecht. Dann werden wir das hier aufräumen. Ist hier alles gut? Ja, Gott sei Dank. So, Suchmeldung erfolgreich. Perfekt. Jesse! Als hätte ich hier noch nicht genug zu tun. Bitte, bitte fass nicht immer alles an, ja? Fass nicht immer alles an. So. Wir werden noch mal ein bisschen kochen. Oh Gott, Spiel, mach mich nicht fertig. Die Vanilletörtchen ging das letzte Mal sehr gut. Nimmst du dir schon wieder was zu trinken? Jesse! Ich kann nicht die ganze Zeit hinter dir herräumen. Bitte. Ella, hallöchen. Ich kenne von nachhaltig leben, nur dass man in gewissen Abständen 1000 Simoleon bezahlt. Das kenne ich auch nicht. Ja, er hat richtig Durst. Dann kann ich es ja nicht einfach wegschieben. Das muss Tiana ja wirklich per Hand abwaschen. Nap together? Das werde ich mal ausprobieren. Du darfst ruhig pieseln, du. Lass das Essen mal kurz stehen, Tiana. Warte, das will ich jetzt sehen, was das ist. Das heißt, sie machen zusammen ein Nickerchen? Oh mein Gott! Ist das ein guter Kumpel oder nicht? Ist das ein guter Kumpel oder nicht, Leute? Sie schläft wirklich ein bisschen. Das ist so süß. Nee, sie ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger, nein. Ist das niedlich. Und dann machst du bitte das klassische Vanilletörtchen weiter. Und er kann pieseln gehen, wenn er pieseln muss. Ist das süß. Oh, ich könnte die gerade ewig beobachten, ne? Na, wieder aufgewacht? Du kannst pieseln gehen und ich mach die Törtchen weiter. Ja, Grumpy ist so fast dauerhaft da, genau. Oh, war das schön. Ach, du gehst drüben pinkeln. Kannst du nur auf deinen eigenen Klo? Ich mag Jesse. Ich mag Jesse. Okay, ich dachte, da standen gerade Erbsen. Keine Ahnung, wo ich die Erbsen gerade gesehen habe. Oh je. Warte. Enzo! Enzo hat ein Techtelmechtel. Mit wem hat Enzo ein Techtelmechtel? Ich glaube, noch hat sie das. Doch, hat sie. Nachbarn hat sie mitbekommen. Alter. Wo willst du denn die Törtchen immer abstellen? Wir werden erstmal höflich anklopfen. Wir sind höflich. Oh, ich hoffe, Ray kommt bald wieder. Enzo! Entschuldigung, ich unterbreche wirklich ungern, aber... ihr seid ein wenig laut. Enzo, machst du die Tür auf? Okay, gegen die Tür trommeln. Es scheint nicht so, als hätte da drin jemand gehört. So! Ihr seid laut! Ein Liebesleben geht mich ja nichts an, aber bitte halte die Lautstärke ein bisschen in Grenzen. Ich sehe, dass du mich durch die Tür siehst. Du musst die Tür aufmachen, damit wir miteinander reden können.
Enzo. Enzo, ich weiß, dass du da bist. Ich kann dich sehen. Das ist eine Glastür. Enzo, ich kann dich sehen. Das ist eine Glastür. Enzo! Ist das dein Ernst? Und jetzt meckert er auch noch. Wow. Okay, immerhin ist er jetzt ruhig. Okay. Das ist dem egal, ich glaube auch. Eine Matzeknödelsuppe machen wir jetzt. Wir probieren ganz viele neue Rezepte aus. Oh, was ist da? Achso, weil er gemeckert hat. Ukidoki. Er ist sehr beschäftigt. Steht er da immer noch? Er steht da immer noch. Enzo. Jesse? Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist drüben. Ja, dann ist Jesse davon wohl auch aufgewacht. Besten ist immer, wenn die Nachbarn eine Party feiern und dann rüberkommen, sich zu beschweren, weil jemand auf dem Laufband steht. Ja, oder wenn man auf der leisesten Lautstärke Musik hört oder Geige übt oder keine Ahnung was. Jesse, ich muss hier trotzdem ein bisschen weitermachen, ja? Frage von Jesse anhören. Kochen nicht vergessen, Tia. Der fühlt sich bei Tia wie zu Hause. Ja. Ich meine, freut Tia ja. Dann ist Tia weniger einsam, gerade wenn Ray gerade weg ist. Wie die da unten immer alle stehen und dieses Ding hier anglotzen. Aber andere Sims von euch sind wir noch nicht begegnet. Warte, wer bist du? Nee. Kein Sim von euch. Berlioz! Er ist auch traurig, dass sein Bruder gestorben ist. Verständlich. Oh mein Gott, das sieht voll lecker aus. Warum sieht das so lecker aus? Elferfram, hi. Wow. Oh, Tia. Tia, Süße. Ich weiß, es ist nicht einfach. Tia, nochmal kochen, bitte. Hier, was können wir denn jetzt? Filet Wellington machen wir. Komm, wir müssen die Zeit nutzen, dass du ein bisschen Urlaub hast, damit du an dem Stand arbeiten kannst, Tia. Jesse, hattest du schon wieder Durst? Und du räumst es nicht weg? Jesse, kannst du bitte deine Gläser wegräumen, wenn du sie benutzt? Danke. Ich möchte meinen Sim echt mal anstupsen. Der ist außergewöhnlich schüchtern. Mag scheinbar keine Kamera. Ich weiß es auch nicht. Ich habe alle platziert. Ich meine auch alle hier in Samaishuno. Ich weiß nicht, warum die nicht auftauchen. Naja, kommt ja vielleicht noch. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit. So ist es ja nicht. Ich glaube, ich habe sehr viel verpasst und muss auf YouTube nachsehen. Mach das gerne. Tiny, hi, schön, dass du da bist. Oh. Immerhin beruhigt sie das ein bisschen und hier die Trauer baut sich ein bisschen ab beim Kochen und mit dem Plaudern bei Jesse. Kannst du vielleicht um Rat bitten oder so? Oh, einladen, zusammen zu kochen, ja. Er kann ja mithelfen, da geht das sogar schneller. Oh, das finde ich schön. Tiefgründige Gedanken. Um Rat bitten. Finde ich auch gut. Timon ist gestorben. Aber jetzt mit den Persönlichkeiten möchte ich nicht, das muss ich noch rausnehmen. Oh, sie haben ein Gefühl zusammen. Freundlicher Rat. Süß. Ach ja, wir haben ja jetzt wieder Attraktivität hier drin. Ach Gott. Stimmt. Attraktivität, da gab's ja was. Was hast du? Er hat gehört! Er hat gehört! Hier, wollen wir zusammen was davon essen? Du hast doch bestimmt auch Hunger, Jesse, oder? Und willst du nicht langsam nach Hause? Es ist 2 Uhr nachts.
Nimm dir ruhig was und den Rest versuche ich morgen zu verkaufen. Nimm dir ruhig einen Teller. Jesse, ich vergifte dich schon nicht, ich esse es doch selber. Willst du nicht also nach Hause gehen? Oder ins Bett gehen? Ich sehe gerade Dienstag und Freitag, kann ich nicht in den Streams mit sein, habe zu lange Berufsschule. Oh no, schade. Aber vielleicht danach gucken. Okay, er möchte scheinbar nicht. Ich wollte es ihm wenigstens angeboten haben. Und er albert hier rum, um sie aufzumuntern. Das ist irgendwie schön. Okay, dann kannst du das aufräumen. Kannst du pieseln. Er räumt auf. Danke, Jesse. Ja, fühl dich wie zu Hause. Ich werde aber gleich schlafen gehen. Der macht Yoga. Ach, irgendwie süß. Irgendwie süß. Okay, jetzt geht er auch schlafen. Bis dann, Jesse. Wann kommt Dre wieder? Coco Blue, hi, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ray! Tia, aufstehen! Ray ist zu Hause! Oh, wo kann ich hier willkommen heißen? In Arme rufen. Tröstliche Umarmung. Probleme gestehen. Loben, dass er wieder da ist. Oh. Ist das, weil er ein Jäger ist? Haut er deswegen häufiger vielleicht mal ab? Ich meine, das war jetzt das erste Mal, dass er abgehauen ist, aber trotzdem. Hi, du kleiner Stinkbärt. Liebe spüren. Oh, ich liebe dich auch. Ich liebe dich so sehr, Ray. Hallo, Ray, du stinkst. Tia, stell ihn doch nicht weg. Ich will ihn angucken. Was machst du denn, Tia? Oh, das tropft ja schon wieder. Kümmern wir uns gleich drum. Ich glaube, ich muss ihn mal zurück. Nee? Muss ich, glaube ich, trotzdem gleich mal zurücksetzen. Ein Leckerchen geben, weil er ist bestimmt ausgehungert. Oh. Machst du Liebe spüren? Der spürbare Liebe. Oh, Baby. Baby. Nochmal eine tröstliche Umarmung. Und dann kannst du ihn mal füttern. Und danach, wenn Ray beschäftigt ist, versuchen wir das nochmal zu reparieren. Immerhin ist es diesmal nicht der Strom. Ja. Die Standpauke wegen der Gläser hat geholfen. Das stimmt. Jesse erinnert mich total an den besten Freund von Charlotte aus das Schwiegermonster, der dauernd in der Wohnung kommt, um sich alles Mögliche zu holen. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Habe ich nie gesehen. Bei Charlotte muss ich an Queen Charlotte von Bridgerton denken. Hier, bitte füllen und zum Fressen rufen, dann kümmerst du dich um das Wasser und dann kannst du duschen, weil sonst lohnt sich die Dusche schon wieder fast nicht. Ah, ja. Oh nein, das Eis. Oh, es ist verdorben. Ah. Da müssen wir es leider wegschmeißen. Hm. So, du darfst. Öffnen. Wir nehmen das doch mal alles mit. Und dann machen wir unten nochmal einen Stand auf. Ich bin gespannt, was bei den Investitionen rauskommt, die wir Jesse gegeben haben. Ich meine, wir haben ihm 1000 Simoleon gegeben. Das ist eine Menge. So, wir stellen uns mal hier hin. Was ist denn da schon wieder los? Leitungsschaden? Ach du Kacke. Ja, das haben wir nicht mitgekriegt. Wir gehen jetzt verkaufen. Wir gehen jetzt einfach verkaufen. Dann darfst du dich nochmal umziehen. Und zwar dein Verkaufsoutfit. Dich umdrehen und dann darfst du das in Welt platzieren. Puh. Gerät platzieren. Das
Und wir packen das Futter direkt da rein. Stand bedienen. Und wir werden hier direkt Pizza machen. Und zwar nur das gute, teure Zeug, damit wir gut Geld verdienen. Ja, sie hat's repariert. So sieht's aus. 1000 Simoleons, das sind viele leckere Ananaspizzen. So sieht's aus. Vielleicht kommen jetzt auch ein paar von euren Sims. Da kommt Ace schon wieder. Der ist so viel unterwegs. Sind unsere erstellten Sims Tier über den Weg gelaufen? Einige schon, ja, aber noch nicht alle. Also einige fehlen tatsächlich noch. Essen, hier gibt's leckeres Essen. Hallo, hier gibt's Essen. Nein, das ist geil. Was sind die Rohre vom Spiel oder ist das durch eine Mod? Ich kenne es irgendwie noch nicht. Oder war bisher immer in den falschen Wohnungen? Das ist tatsächlich einfach von... Jessie kommt schon wieder. Da kommt Jessie. Ich will schon wieder mit Jessie plaudern. Ihr könnt nicht untereinander, hä? Ja genau, vom Großstadtleben. Einige Apartments haben das Merkmal. Hier, wir machen hier direkt mal überzeugend zu kaufen. Natürlich die Matzeknödelsuppe, das teuerste. Und dann machen wir direkt nochmal Pizza. Gartenpizza, oh, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Wahnsinn. Hey, da kommt Henry. Hey, Henry. Möchtest du hier Verkaufsgespräch führen? Jessie, du darfst natürlich auch gerne was bei mir kaufen. Willst du die Matzeknödel? Die eine Tante wollte sie irgendwie nicht. Warte, bist du ein... Ne, ich glaube nicht, ne? Ach, schade. Aus dem Wohnheim für Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Die Bewohner schauen gerade mit und finden es sehr spannend. Das freut mich. Liebe Grüße. Hallo. Wir liefen das Date mit Henry im Café. Hab's verpasst, weil Knirpsi was wollte. Oh no. Also das Date lief leider nicht so gut. Die hatten sich quasi gar nichts zu erzählen. Am Ende haben die so ein bisschen rumgewitzelt, aber... So wirklich warm sind sie leider nicht miteinander geworden. Das ist meins. Geh weg. Das ist mein Stand. Ach, das wurde schon gekauft. Okay, willst du was anderes kaufen? Nimm die Pizza bitte. Ah, dass das hier unten hängt, das nervt mich. Das müssen sie eigentlich gleich mal zurücksetzen. Ich hoffe, Jessie kümmert sich um Ray, während wir hier unten stehen. Oh, die Gartenpizza sieht so toll aus. Oh, die sieht großartig aus. Yay! Pizza Caliente. Das ist so eine tolle Auswahl. Oh, wer bist du? Du hast was Grünes? Hier ist, glaube ich, keiner von euch, oder? Wie gesagt, sonst gerne schreien. Ace. Hast du Lust, Pizza zu kaufen? Oder hier diese Vanilletörtchen? Man wird ja wohl mal fragen dürfen. Nein, das ist kein Ausschwatzen. Nick, möchtest du noch was? Hier, Vanilletörtchen. Du siehst aus, als würdest du Vanilletörtchen mögen. Du musst nicht um mich rumlaufen. Yay! Die Vanilletörtchen sind weg. Aber kannst du bitte die Pizza ausstellen? Herr Bellios. Ich setze sie mal zurück. Stand bedienen. Hast du Bock auf Training? Er fragt immer, ob wir trainieren wollen. Vielleicht müssen wir nachher wirklich mal mit ihm ins Fitnessstudio gehen. Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen verkaufen. Na gut. Okay, wir sagen Training zu. Stand abräumen.
Wir haben 2000 Simoleon verdient, das ist gut, dann können wir morgen auf jeden Fall nochmal ran. Im Inventar platzieren. Und dann sagen wir zu. Enzo zustimmt zu trainieren. Jetzt ist Enzo weg. Egal, wir reisen mit ihm einfach. Es hätte Studio. Ja, läuft, ne? Finde ich auch. Ja, kurzes Gespräch, danach ist er gegangen, war zurzeit Finger weg. Genau so sieht's aus. So, wir gehen jetzt mit Enzo ins Gym. Matthias hat in letzter Zeit auch ein bisschen viel Fastfood gegessen. Von daher hat sie bestimmt noch das Bedürfnis, jetzt ein bisschen was Gesundes zu tun. Und wir gehen ins Homie Gym. Hier, Enzo, wo bist du? Da bist du. Wie gesagt, ein paar von euren Sims haben wir schon kennengelernt. Leider noch nicht alle. Ein paar fehlen halt leider noch. Also der mit den buschigen Haaren fehlt noch. Hier von Elfra Fram. Und Lena fehlt noch. Der Tarak, den haben wir noch nicht getroffen. Wie heißt du? Das ist immer so klein. Emanuel haben wir, glaube ich, noch nicht getroffen. Und Valentin haben wir, glaube ich, auch noch nicht getroffen. So, dann lass uns zusammen trainieren. Komm. Emanuel! Guck mal, dann treffen wir doch noch einen Sim von euch. Dann werden wir uns erstmal Emanuel vorstellen. Und dann werden wir laufen. Will er jetzt laufen gehen? Nee, macht Liegestützen. Okay. Das ist übrigens das Fitnessstudio, was ich gebaut habe. Da wird es demnächst auch ein Speedbild zu geben. Valentin! Hi! Kokett vorstellen. Ja, komm, stell dich mal kokett vor. Nee. Hier unten ist halt so der Fitnessbereich. So mit Getränken natürlich. Hier ist so ein kleiner Wellness-zur-Ruhe-Kommen-Bereich. Hier in dieser Glasfront. Hier ist sogar eine heiße Quelle. Hier sind Duschen und Toiletten drin. Hier halt zum Händewaschen und so. Und wenn man hochgeht, ist da ein Wellness-Bereich. Und Enzo mag, glaube ich, beim Yogakurs mitmachen. Nee, doch gar nicht. Will ich massieren lassen. Ah, Elena ist auch hier. Hi. Schön, dass du da bist. Und wir werden uns Elena auch mal vorstellen. Und Chinmay ist auch schon wieder da. Ah, ich lieb's. Hast du dich vorgestellt? Oh, da ist sogar schon ein bisschen Romantik entstanden. Emanuel, oh mein Gott, Emanuel ist scheinbar ein bester Freund. Großartig. Oh, ich liebe es ja, wenn man mit Plattformen arbeitet. Dankeschön. Wenn man vom Teufel spricht. Echt mal. Tarek dürfte man eigentlich erkennen, wenn er mal auftauchen sollte. Ja, ich schaue schon immer die ganze Zeit, ob wir hier vielleicht noch jemanden sehen. Wie gesagt, ein paar fehlen jetzt noch. Enzo kennen wir. Henry kennen wir. Lucien fehlt noch. Henry kennen wir. Nee, Jaden kennen wir. Ja, Tarak noch nicht. Aber ihn kennen wir jetzt. Ich glaube, es fehlt nur noch. Oh Gott, ich schub das immer so klein. Tarak. Und Lucien? Ich glaube, die beiden fehlen auch von den Platzierten. Oh, Jacques, nein, sorry. Ein Date. Vielleicht möchte sie Emanuel besser kennenlernen. Ja. Du hast die Pizza mit... Oh nein, du hast die Pizza mitgenommen. Die wird doch schlecht. Ist das doll arschig, wenn wir hier einfach Pizza hinstellen ins Fitnessstudio? Und dann könnt ihr sich hier immer über Pizza freuen. Eigentlich solltest du nur noch ein bisschen laufen gehen. Tia. Bitte. Na, das ist Valentin. Hier gibt es Gesichtsmasken. Aber ich glaube, die kommen da nicht so gut ran.
Eigentlich wollte ich noch so eine kleine Gesichtsmasken-Dings platzieren, aber irgendwie das nicht so gut geklappt. Du bist Adael. Mag das Gym. Da bin ich echt stolz drauf. Motivation zum Trainieren, wenn der Pizzaduft in die Nase schwebt. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Oder ob das eher frustrierend ist, wenn es im Gym, während man versucht, die letzte Pizza abzutrainieren, die ganze Zeit Pizzageruch in der Nase hat. Natürlich hat das Grundstück auch wieder einen Pipi-Busch. Jessie fragt, ob ich rüberkommen möchte. Sorry, ich habe nachher noch ein Date. Du kannst nachher gerne rüberkommen, dann kann ich dir erzählen, wie es gelaufen ist. Aber gerade bin ich unterwegs. Tut mir leid, Jessie. Vielleicht sollten wir auch aufhören zu trainieren. Ich habe Angst, dass die Pizza schlecht wird. Oha, noch 16 Tage, dann wird sie schon zur Erwachsenen. Geht hier. Lass uns mal nach Hause gehen. Aber vorsichtshalber auch nochmal speichern. Aber Enzo, so der Gym-Kumpel, Jessie, so die Nachbarschaftsfreundschaft. Finde ich cool. Finde ich cool. Dann hat sie im Gym ein bisschen mit Valentin geflirtet. Finde ich auch sehr schön. I like. War ein zufriedenstellender Tag für Tiana, finde ich. Sie werden immer so schnell groß. Oh, das stimmt. Das stimmt, die werden so schnell groß. Dreh dich bitte und lade. Okay, ab unter die Dusche, schnell pullern, Pizza in den Kühlschrank und dann geht's ab auf ein Date. So, pullern, Dusche. Pullern, Dusche, habe ich gesagt. Hi, Jessie. Pullern, Dusche. Du hast hier eine Dusche, spinn nicht rum. So, die Pizza gehört unbedingt in den Kühlschrank. Das Katzenklo machen wir nochmal schnell sauber. Oh mein Gott, die ganze Wohnung steht unter Wasser. Ich wusste nicht, dass sich das so ausbreitet. Und wir haben schon wieder Ratten. Okay, es wird eher ein Abenddate. Es wird eher ein Abenddate. Ach du Scheiße. Ah. Morten, danke. Tia, du musst dich ein bisschen beeilen. Komm. Hat sie es jetzt geschafft? Es tropft immer noch. Ich flipp aus. Oh, das hat auch nicht geklappt. Und aufwischen müssen wir hier auch noch. Oh Gott. Hat das jetzt geklappt? Ja. Ja, oh Gott sei Dank. Die Dusche ist kaputt. Oh Gott. Arme Tiana. Oh, nicht, dass Ray wieder abhaut, weil hier einfach alles drunter und drüber geht. Ace? Mach doch, was du möchtest. Nein, kein Wasser trinken jetzt. Das kommt direkt weg. Wisch die ganzen Sachen jetzt bitte auf, Tia. Komm, aufwischen. Oh, das wird ewig dauern, bis sie das alles sauber gemacht hat. Du wolltest Freunde werden mit Jessie. Ihr seid hier nicht schon befreundet. Ihr seid doch schon befreundet. Was ist dein Problem? So. Nein, du wirst dir keine Pizza nehmen. Wir gehen jetzt auf ein Date. Um 9:30. Wir gehen essen. Wir gehen einfach irgendwo essen. Der Teppich saugt es auf. Und dann schimmelt die Wohnung. Oh, Schimmel in der Wohnung braucht keiner, Leute. Das braucht einfach keiner. Hier, Cinder-Date bitte. Mit Emanuel. Wir gehen einfach irgendwo schick essen. Spezielles Date. Na komm. Hoffentlich können wir Emanuel wenigstens auslösen. Kann er zahlen?
War, dass ich das Geld dann einfach wieder ihr wieder zurückgebe oder wie? Emanuel. Da ist er. Sims macht einen Arm. Ja. Ich meine, wenn er zahlen möchte. Ha, wollen wir dann in das teure Restaurant gehen? Meint ihr, er würde sie direkt am Anfang zum ersten Date so teuer einladen? Um sie zu beeindrucken? Oder eher in so ein normales Restaurant oder Fast Food haben wir auch noch? Was meint ihr? Teuer, Medium oder Fast Food? Die drei Möglichkeiten kann ich euch geben. Ja, mein Spart ist immer geopfert, da ich alles haben möchte von Sims 4. Kann ich gut verstehen. Medium, teuer, teuer. Also bisher ist mehr teuer. Okay, dann gehen wir da mal hin. Dann gibt es Medium. Ui, ein neuer Follow. Medium, okay, jetzt ist Medium. Bayanin? Ich weiß nicht, wie ich den Namen aussprechen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dein Follow. Ganz herzlichen Dank dir. Wie wär's mit Windenburg ins Granny's Diner? Das müssten wir haben. Da waren wir auch noch nicht so oft. Ich meine, wir könnten auch in die Breakup-Bar gehen, aber so startet kein gutes Date. Da waren wir echt lange nicht mehr. Ich glaube, das hatte ich beim anderen Spielstand überhaupt nicht platziert und deshalb. Leute, es fehlen nur noch 200 Follower, dann haben wir die 10.000. Alter. Hey, das ging jetzt voll schnell in letzter Zeit. Tetsu. Oh, mit dem verstehen wir uns aus irgendeinem Grund nicht gut. Hm. Ups. Da ist noch ein Zweiertisch. Ja, Gott sei Dank. Ist das Daisy? Das ist Daisy. Was machst du denn hier? Er geht ein bisschen legerer. Sie macht es ihm gleich. Grumpy, seine Herzallerliebste, hat in der Breakup-Bar gestartet. Echt? Oha! Das McDaisys letztens fand ich gut. Wurde die Toilette überarbeitet? In der Galerie nicht, nein. Also wurde nicht nochmal neu hochgeladen. Kriegen wir den Tisch? Bitte? Warum ist sie denn jetzt schon wieder sauer? Oh, die haben den Platz gekriegt. Wundervoll. Dann für Tisch bestellen. Das sind humane Preise, das können wir uns leisten. Mm. Oh, hier ist so eine kleine Fliege. Ich hätte gerne eine Fruchtbrause. Er nimmt Malzbierfloat. Ja. Und wir haben schon relativ Hunger. Also Pizza können wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Aber... Oh, ein Hamburger, ein Chili. Chili ist vielleicht zu scharf, falls es vielleicht doch nochmal zum Kuss kommen sollte oder so. Wir nehmen Hamburger. Und er nimmt... Specksalat, Tomatensandwich. Ja. Guck mal, die 27 Simoleon, die können wir uns gerade noch so leisten. Suki, hi. Schön, dass du da bist. So, dann wollen wir mal fragen, ob Sim Single ist. Machen wir direkt. So, Emanuel, dann zeig mal, was du kannst auf dem Date. Hauptsache, der Kellner hasst mich. In Windenburg muss man eigentlich Currywurst essen. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Oder? Hab ich aber gerade nicht gesehen oder übersehen. Er ist ein lustiges Kerlchen, ne? Oh, das mochte sie gar nicht. Wir werden nochmal versuchen, mit ihm zu flirten. Er ist auf jeden Fall Single, das ist sehr gut. So sollte das sein. Und das ist sehr passend, weil hier im Granny's Diner ist alles auf Herbst dekoriert. Wie man hier auch sieht.
Das ist so ein Herbstgrundstück. Ich wollte das eigentlich auch noch für die anderen Jahreszeiten fertig machen, so für Weihnachten und so. Also hauptsächlich für Weihnachten, normal und Herbst. Aber irgendwie habe ich das einfach nie getan. Kann sein, dass man das nur in Bars bestellen kann. Das kann sein. Ich habe nämlich letztens mit einem Sim Currywurst bestellt. Ich glaube, das war an der Theke. Ich glaube an der Theke, ja. Also an der Bar halt. Sie möchte Emanuel um eine Verabredung bitten. Ihr habt gerade eine Verabredung. Die können auf jeden Fall sehr gut miteinander rumalbern. Ihr könnt ja mal eure Nummern austauschen. Kompliment über Aussehen machen. Unser Essen ist da. Oh, das sieht fantastisch aus. Lecker. Ich hätte auch gern Hamburger. Ja, dann trink halt doch deine Päckchen hier. Lieber Vampir. Ihm wird's auch so gefallen. Sorry, falls es unpassend ist, ich habe eher konservative Eltern, die mein Bi-Sein nicht mögen werden. Hatte ich ihnen noch nicht erzählt. Wie waren deine Eltern so bei dem Thema Sexualität? Super entspannt. Ich habe mich halt nicht geoutet. Ich habe gesagt, das ist meine feste Freundin. Fertig. Ich habe denen quasi keine Chance gegeben, dann negativ drauf zu reagieren, weil ich einfach direkt meinen Partner quasi vorgestellt habe. In Windenburg würde ich nur schicke Restaurants erwarten. Das ist so die gehobene Ecke. Ich habe verschiedene Stadtviertel. Also das Viertel hier oben ist halt auch sehr orientiert an den Häusern, die halt schon hier sind und so. Und das ist halt eher so das rustikalere Viertel. Und in Richtung Insel ist es sehr, sehr viel nobler. Also die verschiedenen Nachbarschaften haben quasi verschiedene Klassen im Grunde, wenn man das so formulieren möchte. Was möchtest du jetzt? Setz du dich bitte wieder hin, Tia. Über Interessen reden. Ich will das auf Gold haben und dann würde ich die tatsächlich einfach mal laufen lassen, um zu gucken, was sie so von sich aus machen, oder? Auf der Insel ist bei mir auch teuer. Da gibt es teilweise auch Ferienhäuser. Genau, so habe ich das auch unterteilt. Da gibt es halt den Stadtbereich und oben der eher ländliche Bereich. Sie macht sich einfach Notizen für ihr eigenes Restaurant. Finde ich toll. Yes, wir haben Gold. Jetzt würde ich mal gucken, was sie so von sich aus machen. Das ist Kindermusik, Daisy, die du angemacht hast. Warum hast du Kindermusik angemacht? Isst du deinen Burger bitte? Nicht nur trinken, du hast auch das Essen bezahlt. Bernice! Aber verstehen sie schon echt gut. Also freundschaftlich auf jeden Fall sehr gut. Romantisch nähern sie sich ein bisschen an. Tiana ist so schön. Dankeschön. Dankeschön. Ich finde sie auch echt süß. Tia hat ja auch grüne Augen, stimmt. Irgendwie habe ich gedacht, sie hat braune Augen. Sie hat ja auch grüne Augen. Oh, wie das regnet. Läuft sie hier eigentlich so rum? Tauni. Oh, Berlioz. Oh Gott. Armer Mann. Olivgrün, ja. So Hazel. Jetzt reden sie wieder nicht mehr miteinander. Hey, was ist dein Problem jetzt? Flirte einfach nochmal ein bisschen. Daisy, sorry, aber die Kindermusik hier, die muss jetzt wirklich nicht sein. Es ist Vollmond, deswegen ist sie so am Durchdrehen die ganze Zeit und so verhält sich so komisch. Tiana hatte braune Augen und hat uns dann gefragt, ob sie lieber grün haben soll, aufgrund von Küss den Frosch und so. Nee. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, sie hatte immer grüne Augen. Muss langsam Schluss machen. Danke, dass du da warst, Pokémon Ranger.
Ja, auf YouTube läuft Tiana nicht mehr. Das ist hier nur noch auf Twitch und auf meinem Zweitkanal lade ich die Streams nachträglich hoch. Also sie führen auf jeden Fall schon eine flüssige Unterhaltung. Läuft auf jeden Fall besser als mit Henry, würde ich sagen, oder? Mein Henry war auch Finger weg, das war auch ein bisschen unfair. Er mag den Kellner auch nicht. Toll. Ja gut, dann bezahlen wir schon mal, bevor ich das schon wieder vergesse. Wir müssen immer noch an der Mixenfähigkeit arbeiten. Das müssen wir zu Hause auf jeden Fall machen. Müssen wir heute schon wieder arbeiten? Nee, okay, Freitag müssen wir erst wieder arbeiten. Das ist gut, weil ich glaube, sie konnte sich auch so ein bisschen erholen. Ehren-Anni, ich glaube, ich bin jetzt das erste Mal hier und fühle mich super wohl. Das freut mich, schön, dass du da bist. Hallihallo. Und ein richtiges Date war es ja auch nicht, da er nicht bei Cinder war. Das stimmt, das stimmt. Es war ja ein Treffen mit Freunden. Vielleicht waren sie einfach beide ein bisschen schüchtern und sie brauchen ein bisschen länger. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Kelly, hi, schön, dass du da bist. Was war das denn? Wieder flirten. Von alleine. Emanuel ist aber auch ein sehr interessanter Sim. Oma, rote Haare, finde ich auch sehr cool. Ich würde ja auch sagen, okay, wir könnten gucken, welcher von euren Sims am besten für die nächste Generation passt, so genetisch. So, ihn könnten wir zum Beispiel nehmen, wenn wir sagen, hier, wir wollen Ariel, weil rote Haare. Aber so hundertprozentig entschieden hatten wir uns ja auch noch nicht, was die nächste Generation angeht. Aber da sollte ich mir jetzt im Laufe des Oktobers auch mal Gedanken drüber machen. Ach so, okay. Oh. Ich dachte, sie fangen jetzt an zu streiten, aber haben sie nicht gemacht. Das war doch ein sehr schönes Date, oder? Ich speichere nochmal, bevor ich nach Hause reise. Weil ich will das schöne Date nicht verlieren. Ich glaube, so müde ist sie auch noch nicht. Aha. Lassen wir sie jetzt noch Mixenfähigkeit üben, oder nicht? Sehr harmonisches Date. Ja, Benji, finde ich auch. Das war wirklich sehr harmonisch. Oh, jetzt gewittert es auch noch. Schnell nach Hause, Tia. Bevor du komplett durchnässt bist. Ich finde, bei Mädels rote Haare hot. Bei Jungs ist es immer auch so, naja, ganz selten. Kommt auf die Frisur an. Kann ich verstehen. Laden. Oh, ich habe so Durst, ne? Ich hätte vielleicht noch mal was zu trinken herbringen müssen. Ein Pappmaul. So, Tia. Dann über bitte Getränke mixen. Kitty, es ist 19 Uhr. Sobald es zeitlich passt, sonst im nächsten Stream oder so. Okay, dann muss ich dich leider auf nächstes Mal vertrösten. Ich dachte eigentlich auch, ich hätte Zeit für ein Date auf eine halbe, mit halbe Stunde Pause gemacht. Oder war das schon eine halbe Stunde her? Aber heute schaffen wir es leider nicht mehr. Tut mir leid. Ich wollte sie jetzt auch ein bisschen leveln lassen, aber ein Date kriegen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Getränke mixen üben. Es fehlt nicht mehr viel. Komm schon, Tiana, das schaffst du. Perfekt. Dann darfst du pieseln gehen. Und dann geht es ihr soweit eigentlich ganz gut, dass wir... Oh, vielleicht gehst du nochmal duschen. Dass wir auf jeden Fall im nächsten Stream weitermachen können. YouTube, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr live mal dabei sein wollt, schaut gerne unten in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bye!